Hallo Leute, schön, dass so viele da sind. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Okay, gut. Also, willkommen zu unserer zweiten Episode des Amiga Homeschoolings. Mein Name ist Gunnar von Böhn, ich bin der Kopf sozusagen des Apollo-Teams und wie ihr hoffentlich alle wisst, ist das Ziel von unserem Team, den Amiga zu reviven, und weil es ja auch keine CPUs mehr zu kaufen gibt von Motorola und das schon nach seit vielen Jahren, haben wir, um den Amiga zu reviven, auch die 68K CPU neu entwickelt, verbessert entwickelt. Und wir haben natürlich, da man die Amiga Custom Chips auch nicht kaufen kann, auch diese nachgebaut, nachentwickelt und auch verbessert. Ziel unseres Homeschoolings ist, euch den Amiga zu erklären, und zwar aus meiner Sicht werde ich das tun, sowie die CPU zu erklären, und ich hoffe, ich kann euch nahebringen, warum der Amiga so ein toller Computer ist, was an dem Amiga ganz besonders ist und was auch an der CPU besonders und herausragend ist. Wie wir alle wissen, wird die 68K CPU heute nicht mehr so eingesetzt wie früher. Früher gab es eine Zeit, wo die 68K CPU sehr verbreitet war. Motorola hat die an Großrechnerhersteller verkauft, an HP und andere, die sehr teure Systeme mit dem 68K gebaut haben, Unix-Rechner, im Homecomputer-Bereich bei Apple, Amiga, Atari war die 68K CPU dominant, und auch im Konsolenbereich, die meisten Konsolen, Spielkonsolen, auch in den Arcadehallen früher, von Capcom oder Neo Geo kennen vielleicht viele, benutzen auch den 68K Chip. Warum war der 68K so erfolgreich? Der 68K war so erfolgreich, weil er an sich eine wirklich tolle CPU ist, die besonders gut zu programmieren ist, deren Code sehr übersichtlich ist, und wenn Motorola sich ein bisschen geschickter angestellt hätte, wäre der 68K vermutlich heute die dominierende CPU. Er hat alles Potenzial dafür, die beste und erfolgreichste CPU der Welt auch heute zu sein. Nur Motorola hat das, naja, ein bisschen verpatzt, würde ich mal sagen. Das hat natürlich viele Gründe, hat mit Geld zu tun, hat mit Manpower zu tun, hat auch mit Arbeitszeit zu tun. Vieles lief da schief. Ich gehe darauf nachher nochmal genauer ein, wenn ich euch die CPU von Grund auf erkläre. Mein Background ist, ich habe auf dem Amiga programmieren gelernt, ich habe aber dann für diverse Firmen in der Hardwareentwicklung und Softwareentwicklung gearbeitet, für Sony, für IBM, für Huawei, die ARM-CPUs entwickeln. Und ich habe da auf verschiedenen Prozessoren programmieren gelernt und auch gearbeitet. Ich habe für IBM Performance Libraries geschrieben, für PowerPC, stand da im direkten Konkurrenz zu Mitbewerbern, die Großrechner auch verkauft haben, wie zum Beispiel Intel, und habe auch Code auf Intel geschrieben und da versucht, die Konkurrenz zu schlagen mit Power. Ich habe auf ARM programmiert, ich habe auf MIPS programmiert, ich habe auf Spark programmiert, ich habe auf sehr vielen verschiedenen Prozessorarchitekturen programmiert, denn ich glaube, da einen guten Einblick zu haben, wie die ganzen Chips entwickelt sind, sowohl Intel als auch PowerPC, als auch der 68K. Und da ich das Amiga-Chipset nachentwickelt habe, sowie auch die CPU neu entwickelt habe, denke ich, dass ich viele Fragen oder alle Fragen dazu erklären kann, nicht nur wie man die Chips programmiert, sondern auch Fragen, warum die Chips
so erschaffen worden, wie sie sind, welches die Hintergründe und Gedanken dabei sind. Oft sind es Trade-offs oder Kompromisse, die eingegangen worden sind. Für mich war das, als ich programmieren lernte, manchmal nicht ganz klar, warum manche Sachen eben so nicht angeboten werden. Inzwischen ist mir das klar, weil ich den Chip gebaut habe oder andere Chips mitgebaut habe bei IBM, sind mir viele Zusammenhänge bewusst, warum manche Sachen Vorteile machen oder manche Sachen nicht gehen. Ich möchte jedem bitten, wenn Fragen sind, fragt ruhig. Ich beantworte gerne jede Frage. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir von Anfang an alle Fragen beantworten, denn der ganze Kurs baut darauf auf, dass eine gute Grundlage da ist und ein gutes Verständnis. Deswegen möchte ich als allererstes auch ganz kurz zurückgehen auf mal klicken. Man merkt, der Arne fehlt. Okay, ich hoffe, ich kriege das trotzdem hin. Also wir fangen jetzt mal an mit einem ganz kurzen Zusammenfassung, was bei der letzten Episode behandelt wurde. In der letzten Episode, das hier ist übrigens ein PDF, eine PowerPoint, mit den Stichpunkten unseres heutigen Kurses. Dieses PDF ist auch zum Runterladen auf dem Download-Folder von apollo-core.com zu finden. Das heißt, wer während des Kurses oder nach des Kurses hier mal nachblättern möchte, kann das gerne tun. Gut, vor 4 Wochen haben wir den ersten Kurs gehabt und wir haben dabei das Chipset des Amigas und die Grundidee und was meiner Meinung nach so genial an vielen Sachen im Amiga ist, behandelt. Wir werden heute auf die 68K-CPU im Detail eingehen und mir ist es ein Anliegen zu erklären, was die Grundideen des 68K sind, welche Grundentscheidungen getroffen worden sind bei der Entwicklung dieser CPU, welche Kompromisse teilweise auch. Und wo die Stärken sind dieser CPU. Im nächsten Teil, in 4 Wochen, werden wir darauf aufbauend anfangen, dann etwas zu entwickeln, ein paar kleine Demos. Gut. Letztes Mal haben wir über die physikalischen Chips gesprochen des Amigas. Und kurz die Aufgaben der Chips umrissen. Die CPU, der 68K-Prozessor, der führt alle Programminstruktionen aus. Die ganzen Programminstruktionen liegen im RAM. Der Amiga 500 hat 512 Kilobyte RAM und in dem RAM stehen die ganzen Befehle der CPU. Das heißt, die CPU, wir werden heute auch, die Frage war, ob wir 68K-Befehle besprechen, ja, und wir werden heute auch ein paar 68K-Befehle besprechen. Aber erstmal fangen wir heute mit der Theorie an. Ich denke, das ist sehr wichtig, denn um ein guter Programmierer zu sein und um zu verstehen, wie der Amiga funktioniert und dann auch gute Demos zu entwickeln, sind ein paar Grundlagen meiner Meinung nach sehr hilfreich. Und wir fangen heute erstmal mit den Grundlagen und dem Verständnis an. Danach gucken wir uns die Befehle in der zweiten Hälfte heute an. Gut, die Befehle stehen im RAM. Der Prozessor lädt den Befehl aus dem RAM, aber auch die Daten, die der Prozessor braucht, wie die Lebenspunkte bei einem Spiel oder die Koordinaten, wo die Sprites sich bewegen sollen oder eben alles, was dazugehört zu dem Spiel, steht mit dem RAM. Aber auch alles, was wir sehen, steht im RAM. Also die Grafiken, der Bildschirm, wo die Grafiken zusammengestellt sind, auch alles, was wir hören, die Audiodaten, alles das steht im RAM. Das heißt, die Chips und der Prozessor arbeiten alle zusammen im RAM und greifen gemeinsam darauf zu. Damit bei diesem gemeinsamen darauf zugreifen alles ohne Kollision funktioniert,
Das ist der Job der Agnes. Die Agnes ist der DMA-Controller, der für die anderen Chips die Daten aus dem RAM trägt und es dem Videochip bringt oder dem Audiochip oder eben die Daten auch von A nach B kopiert, dann in der Funktion des Splitters. Und wenn der Prozessor darauf zugreifen möchte, dann kontrolliert Access das, dass das im Prinzip immer abwechselnd geht. Denise ist der Chip, der die Videodaten des Amigas erzeugt, also das Bild. Und hier ist Denise ganz besonders. Der kann verschiedene Sachen, die andere Chips nicht können. Der kann diesen besonderen Hum, Hold and Modify Modus, wo man auf dem Amiga 500 4000 Farben auf einem Bild darstellen konnte. Er kann Denise kann die Sprites verwalten. Sprites sind kleine Grafikelemente, die über die andere Grafik drüber gelegt werden, und zwar durch die Hardware. Da muss man also nichts kopieren mit der CPU oder mit dem Splitter. Deswegen sind Sprites besonders schnell oder besonders günstig. Und Paula macht die Audioausgabe. Der Amiga, wie gesagt, hat 4 Audiokanäle gehabt in der Urform. Und dies waren besonders luxuriös beim Amiga, während andere Computer zu der Zeit sehr limitiert waren und nur so Sachen wie Sinus oder Sägezahn abspielen konnten. Wir erinnern uns da an den C64 oder auch an den Yamaha-Chip im Atari ST. Konnte der Amiga beliebige aufgenommene Samples abspielen und damit jedes beliebige Instrument nachahmen oder auch stimmen. So. Jetzt gehen wir nochmal auf die Chips kurz ein. Es gibt die physikalischen 3 Chips, Agnes, Paula und Denise. Und in diesen Chips sind die logischen Einheiten, also die Planes, aus denen das Bild dargestellt wird, die Sprites, die beiden sind in der Denise. Die Audiokanäle, das ist Paula, die DMA-Kanäle, der Splitter und der Copper, das ist in Agnes. Hier ist ein nettes Bild von den Custom Chips, das ein Künstler gemalt hat. Und wir sehen hier auch sehr schön kleinen Sprite, also ein Feechen mit Schmetterlingsflügeln auf den Denise-Chip gemalt. Paula als DJ, Agnes als vielarmiger Kraken. Und das trifft es ganz gut, denn Agnes verwaltet die ganzen DMA-Kanäle, also bewegt die Daten für die 8 Sprites, für die 8 Planes bei AGA oder 6 Planes bei OCS. Für die Audio-Kanäle macht die Blitter DMA. Also Agnes ist da sehr vielarmig am DMA hin und her schieben. Dann ist da noch Gary. Gary hat eine relativ geringe Wichtigkeit im Amiga. Gary guckt auf die Adressen, die der Prozessor anlegt, wenn der mit den Chips redet oder mit dem RAM. Und Gary sagt dann im Prinzip, jetzt RAM, du bist gemeint, jetzt Agnes, du bist gemeint, jetzt Denise, du bist gemeint. Also Gary kennt die Adressen der Chips und schaltet die Chips an und ab, gibt ihnen quasi ein Signal, wenn mit denen gesprochen wird. Er macht für die wichtigen Fähigkeiten des Amigas, die wir alle von den Spielen her kennen, wie Sprites und Audio und der Grafik, da ist Agnes nicht mit involviert. So, also als Programmierer oder als Kunde interessiert man sich ja für die Fähigkeiten des Amigas, warum die so herausragend waren. Und da haben wir besprochen, dass das Schöne am Amiga war, dass er beliebig viele Farben, also zu seiner Zeit programmierbare oder setzbare Farben hatte und nicht eine fixe Palette wie damals die PCs oder der C64. Und der Amiga 500 und der 1000er, als die rauskamen, die hatten 32 Farbregister, konnten im HAM-Modus mehr Farben darstellen, besonderer Modus, konnten im Hold and Modify Modus, heißt ja, also man hat dann ein Punkt hat eine Farbe und der nächste Punkt kann immer einen Teil davon ändern. Wie gesagt, 4000 Farben gleichzeitig darstellen. Dann gab es noch den extra Halfbrite Modus, der 64 Farben erlaubt, wobei man 32 Farben hat und davon jeweils dann dieselbe Farbe in halber Helligkeit. Also wenn man ein helles Gelb hat, hat man automatisch auch ein dunkles Gelb gehabt, ein helles Rot, ein dunkles Rot. Das war ein eleganter Trick, den die Amiga-Entwickler gemacht haben, denn als der Amiga gebaut war,
waren Registerbauen teuer, ja. Also 64 Register hätte viel Logikfläche in dem Chip belegt. Und mit diesem Trick kamen sie mit 32 Registern aus und konnten die Farbanzahl quasi ohne mehr Register zu erfinden oder reinzupacken in den Chip verdoppeln. Das war sehr clever. Viele Sachen im Amiga sind sehr clever. Und zu seiner Zeit haben die es eben geschafft, mit sehr viel Köpfchen aus der vorhandenen Hardware extrem viel zu machen. Und das hat uns allen wahrscheinlich, oder mir besonders, am Amiga so gut gefallen. Da war ein Computer, der mit 7 MHz Sachen geschafft hat oder Spiele programmiert werden konnten, die wir auf dem PC erst später gesehen haben, als die Maschinen 100 MHz oder mehr hatten. Ab AGA haben wir 256 Farbregister beim Amiga und Super AGA in der V4 und auch in den neuen Acceleratoren bietet 1024 Farbregister. Kurz bevor wir von den neuen Acceleratoren sprechen, mache ich mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir sehen hier hoffentlich, die kann man das auch gut sehen. Das hier ist die Firebird. Das ist eine ganz neue Karte für den Amiga 500. Passt auch in 1000er und in 2000er und theoretisch auch ins CDTV. Die haben alle denselben Bus und denselben Stecker. Genau, das ist eine auf der V4 basierende Acceleratorkarte. Die hat also die genau denselben größeren FPGA. Die hat 512 MB RAM. Und hat jede Menge anderer sexy Features. Also 100 Megabit Ethernet, doppelte USB, um Joypads zum Beispiel anzuschließen, HDMI-Out natürlich, RTC-Port ist drauf und zwei Fast-IDE-Controller. Man kann also, wenn im Rechner genug Platz ist, im 500er wird es ein bisschen knapp, aber im 2000er ist es ja gar kein Problem, kann man hier ein CD-ROM anschließen und eine Compact Flash an unterschiedlichen Strängen. Wir haben hier, wie gesagt, diese beiden Steckplätze dafür. Ich denke, das ist eine super Karte. Wir sind gerade dabei, das Bring-Up zu machen, also die neuen Batch auf Herz und Nieren zu prüfen. Und wenn das alles gut geht, hoffe ich mal, dass in der nächsten Zeit, vielleicht in 2 Wochen, die Karten im Shop erhältlich sind. Wir werden das kommende Wochenende, also Freitag und Samstag und Sonntag nächste Woche, auf der Retro Computing, der Classic Computing bei Ulm sein, Föhringen bei Ulm. Also wer mich persönlich treffen will oder auch die Miri aus dem Shop, der sieht uns da. Ich werde noch ein paar Maschinen mitbringen, vielleicht auch schon eine Firebird für jemand, der Interesse hat. Was sind die Header? Ich glaube, diese Header sind gemeint. Das sind die Expansion Ports, die auch auf der V4 drauf sind. Also man kann die Karte noch erweitern, man kann da Aufsteckmodule drauf tun. Das hier ist ein Header für eine RTC zum draufstecken. Wir liefern die V4 und die Firebird auch voll ausgerüstet mit RTC auf Wunsch aus. Ja, also ich denke, das ist eine schöne Karte. Ich habe hier auch Verlängerungskabel, mit denen man die Sachen zum Gehäuserand im Amiga 500 bringen kann. Ja, dann kann man also auch die USB am Rand einstecken und das Ethernet. Ich denke, in der Kombination ist das eine schöne Sache, gerade da die Karte eben auch über das Super AGA Chipset verfügt, haben wir dann da 16-Bit Audio im Amiga 500. Wir haben Truckhaller und wir können auch die Spiele, die jetzt für die V4 geschrieben sind, die neuen Spiele wie Apollo Blocks oder Jake and Peppy und die ganzen anderen Spiele, die gerade in der Arbeit sind, damit spielen. Gut, nochmal zurück zum Amiga, was uns daran so schön gefällt. Zu seiner Zeit waren die Farben toll. Man konnte die Wahlfarbe programmieren und mit 32 wahlfrei programmierbaren Farben war der Amiga seiner Zeit und seiner Konkurrenz deutlich voraus. AGA hat mit 256 Farben
das dann angeboten, was dann auch VGA auf der PC-Seite angeboten hat. Und SuperAga bietet uns jetzt 1024 Farben. Damit ist dann noch ein bisschen mehr möglich. Für mich als Programmierer finde ich bei SuperAga besonders interessant, dass ich die Sprites, den Sprites unterschiedliche Farben geben kann als dem Hintergrund, was früher beim Amiga eben nicht ging. Das heißt, wenn ich Sprites benutzt habe, haben die eben dieselben Farbregister benutzt, wie ich auch für die Planes belegt habe. Das heißt, war also eine Limitierung. Ich konnte jetzt bei AGA auf dem Amiga nicht 256 Farben für den Hintergrund nehmen, plus dann nochmal andere Farben für die Sprites. Ich musste also da aus derselben Palette mich begnügen. Gut, 6 Planes hat uns der Amiga 500 angeboten. Damit konnte ich, wie gesagt, diese Modis mit maximal 64 Farben bei den normalen Modis benutzen. 8 Planes hat AGA und SuperAGA bietet 10 Planes, wobei 2 davon sehr speziell sind. Die können nicht nur Bit-Modes, die können auch Chunky-Modes, also die können Byte-Modes oder True-Color-Modes darstellen, wie wir das aus dem PC-Bereich oder PlayStation und so kennen. Der Amiga verfügt über 8 Sprite-Kanäle und die Sprites früher hatten 4 Farben. Man konnte 2 Sprites-Kanäle kombinieren, um einen 16-farbigen Sprite-Kanal zu erzeugen. Ab SuperAga kann jeder Sprite-Kanal 16 Farben, ohne dass man die kombinieren muss. Der Amiga hatte die besonders guten Audiokanäle und 4 davon. Mit 4 Audiokanälen konnte man meiner Meinung nach hervorragende Musik machen für ein Spiel. Und man konnte auch hervorragende Hintergrundgeräusche, Explosionen, Level-Up und Geldaufsammelgeräusche und so machen. Beides gleichzeitig war dann immer ein Kompromiss für den Programmierer. Der musste sich entscheiden, wie er das hindeichselt und hintrickst. Er konnte eben, musste sich da beschränken, so oder so. Meist ist es dann so, dass ein Spiel mit 2 oder 3 Kanälen versucht, den Ton hinzubiegen und 1 oder 2 Kanäle für die Geräusche nimmt. Und dann klingen die Explosionen ein bisschen fad. Man hört eben nicht alles. Man hört dann eben, wenn man zu zweit spielt, nicht beide Kanonen der beiden Spieler gleichzeitig oder eine Explosion. Das war dann immer ein bisschen abgehackt. Und genauso war das mit der Musik dann eingeschränkt. Das hat man dann oft gemerkt im Spiel, dass wenn man das Titelbild angesehen hat, die Musik sehr gut opulent war. Wie bei R-Type zum Beispiel. Das Lied war ja super. Aber dann im Spiel ist dann doch ein bisschen langweiliger wurde, weil man eben nicht genug Kanäle hatte. Die Amiga-Entwickler hatten damals geplant, das zu erweitern. Das Ziel der Amiga-Entwickler waren 8 Audiokanäle für den AAA-Chipsatz. Wie wir alle wissen, gab es den Chipsatz nur in der Entwicklung oder auf dem Zeichenbrett, beziehungsweise es gab auch wohl ein paar Prototypen, aber der kam nicht mehr auf den Markt. Und sie hatten dann auch damals diese Chunky-Fähigkeiten geplant. All das, was SuperAga jetzt bietet, war im Prinzip von den Amiga-Entwicklern auch geplant gewesen als Chipsatz nach AGA. Gut, wir haben die DMA-Logik für Planes und DMA-Sprites in Agnus, wir haben den Blitter in Agnus und auch den Copper. Der Copper ist das ganz Besondere am Amiga, denn der Copper erlaubt es als programmierbare, einfache Logikeinheit, das Bild und andere Sachen an verschiedenen Stellen auf dem Bildschirm neu zu programmieren. Und damit kann man viele tolle Sachen machen. Man kann die Hintergrundfarbe verändern, das wird ganz viel benutzt in Amiga-Spielen. Man kann aber auch jede beliebige andere Farbe ändern. Wie jeder, der jetzt ein Spiel vor Augen hat, sowas wie Lionheart oder Turrican, wenn man sich das nochmal genau anguckt, sieht, wie sich das Bild ändert, wie in unterschiedlichen Zeilen unterschiedliche Farben reinkommen in das Bild. Das ist alles mit dem Copper gemacht. Eigentlich sind die Bilder von der Grafik her weniger, haben weniger Farben, aber zu verschiedenen Punkten, also die Wolken werden jetzt in Grautönen zum Beispiel gemacht und dann wird das Bild geändert, was vorher Wolken war. Dieselben Farbkanäle sind jetzt vielleicht Berge, aber mit dem Copper wird jetzt eben umgeschalten zwischen den Grautönen zu Brauntönen für die Berge und unten hat man vielleicht noch ein Wasser oder so.
Das ist eigentlich dasselbe Bild, sind dieselben 8 Farben in dem Spiel, aber mit dem Copper wird ein paar Mal hin und her die Palette verändert und dadurch wirkt das Bild wesentlich bunter. Das ist in fast jedem guten Amiga-Spiel werden solche Tricks gemacht und deswegen wirkt ein Amiga-Spiel oft nicht so, als wenn es 30 Farben hat, sondern oft wirkt es, als wenn es 100 oder mehr Farben hat, weil die Farben zur Laufzeit mit dem Copper geändert werden. Man kann auch mit dem Copper zur Laufzeit die Sprite-Kanäle nochmal neu programmieren und dadurch können die Sprites vervielfältigt werden und dann werden aus den 8 Sprites in einer Zeile mitunter auch mehr dank des Coppers. Das ist aber ein bisschen kompliziert zu programmieren, das ist nicht so einfach. Ja, deswegen ist das was für Fortgeschrittene und es hat auch ein paar Nachteile oder ein paar Kompromisse, die man da eingehen muss. Was ganz wichtig ist am Amiga und besonders sexy, ist, dass der 68K ein flaches Memory-Modell hat. Das heißt, der 68.0er konnte 16 MB direkt adressieren und da gab es keine Unterschiede. Also das war jetzt nicht so, dass der Speicher segmentiert war in 64 Kilobyte Blöcke und man konnte jetzt nur in dem einen Block irgendwas machen und man musste dann durch schwarze Magie und satanische Rituale in den nächsten 64 Kilobyte springen und konnte dann nur da drin was machen. Andere Computer haben das teilweise gehabt, solche Limitierungen, was massive Einschränkungen für den Programmierer gebracht hat. Kann man sich ja vorstellen. Gerade im PC hatten wir auch solche Einschränkungen bei den Grafikkarten sehr lange, was sehr viele Sachen sehr kompliziert gemacht hat zu programmieren. Beim Amiga ist das ein ganz flaches Memory-Modell. Das heißt, mein Grafikspeicher kann ich einfach drauf zugreifen, meine Programme liegen einfach im RAM, aber auch die ganzen Custom-Chips, die ganzen Amiga-besonderen Fähigkeiten liegen an Adressen im RAM. Und für mich als Programmierer ist es genauso leicht, die Hintergrundfarbe zu ändern. Ich greife einfach auf eine Stelle im RAM zu, wie ich auch die Punkte in meinem Spiel hochzählen kann oder wie ich auch einfach nur einen Punkt auf den Bildschirm setzen kann. Das sind für mich dieselben Befehle. Für mich ist alles RAM. Und das ist ein sehr, sehr schönes Konzept, was das Programmieren sehr einfach macht. Ich brauche da keine hochkomplizierten Tricks machen, wie auf anderen Systemen teilweise. Ich muss auch nicht mir einen abbrechen, um hin und her zu schalten. Und das war eine ganze, sage ich mal, eine Besonderheit zu der Zeit, als der 68K rauskam, dieses flache, dieses geradlinige, saubere Programmieren. Und das hat es sehr angenehm gemacht, auf dem Amiga oder Atari was zu entwickeln. Die ganzen Chips im Amiga, von denen wir gerade gesprochen haben, sind deswegen im Speicher als Register sichtbar. Register sind Logikeinheiten, Transistoren, wenn man so möchte, in denen Zahlen gespeichert werden können. Und die ganzen Chips im Amiga werden vom 68K angesprochen über ihre Adresse und ich schreibe dann da was rein. Das heißt, ich habe an verschiedenen Adressen, zum Beispiel die Hintergrundfarbe, die steht bei DFF 180 und ich kann einfach den Farbwert, den RGB-Wert direkt da reinschreiben vom Prozessor aus und schwupp ändert sich die Hintergrundfarbe. Genauso kann aber auch der Copper reinschreiben. Beide können da reinschreiben. Das heißt, ich kann das mit dem Prozessor machen oder mit dem Copper und das macht das Ganze sehr flexibel. Alle Register des Amiga-Chipsets liegen in diesem DFF-Bereich von DFF 000 bis DFF 200 nicht mehr. Und die Chips sind alle, die Register sind 16-Bit breit, also 2 Byte schreibe ich immer auf einmal. Da, wo es logisch Sinn macht, sind immer 2 Register zusammengefügt und machen ein 32-Bit-Register, also Pointer, also Zeiger auf Speicher. Wo liegt mein Bild, wo liegen meine Sprite-Daten, das muss ich ja der Agnes auch irgendwie sagen. Das ist alles sauber in 32-Bit-Registern gespeichert und 32-Bit-Register können 4 GB RAM verwalten. So viel konnte ich damals nicht in die Amigas natürlich reinstecken, aber die Register waren so ausgelegt auf 32-Bit von ihrem Platz und deswegen ist es auch heute kein Problem im Super AGA, dass die ganzen Chips automatisch an die gesamte Memory-Bandbreite von 500 MB rankommen. Das heißt, ich brauche da keine komischen Sachen mehr ausdenken als Programmierer. Die Register waren immer schon auf 32-Bit ausgelegt
und ich kann ohne Probleme aus diesen ganzen 500 Megabyte, die ich jetzt habe, ein Bild überall hinlegen, überall anzeigen. Ich kann beliebig 500 Megabyte voll Sprite-Daten packen oder voll Musikdaten und die Custom-Chips können das sofort abspielen. Also das ist ein sehr sauberes, sehr fortschrittliches, so ein weitdenkendes Design, wie der Amiga da ausgelegt war. Hier nochmal zur Erinnerung, das Schema des Amigas, das jetzt am Layout, wie der Amiga 500 layoutet war, nochmal verdeutlicht. Wir haben da die CPU, dicht neben der CPU ist der Kickstart-Chip. Die CPU hat, aus ihr rauskommt, die Adressleitungen und die Datenleitungen und die gehen direkt zum Kickstart. Die CPU kann direkt mit dem Kickstart reden, ohne durch die anderen Chips durchzumüssen. Das heißt, sie kann Befehle aus dem Kickstart ausführen, ohne auf das RAM vom Amiga zugreifen zu müssen. Das ist gerade im Amiga 500, der vielleicht nicht erweitert war, mit Fast Memory interessant. Das heißt, ich kann ungebremst die ganze Zeit im Kickstart arbeiten, selbst wenn ich sehr viele Grafikdaten gerade ausgebe, zum Beispiel bei einem HAM-Bild. Denise ist der Chip, der die Grafikausgabe gemacht hat. Paula ist der Chip, der die Audioausgabe gemacht hat. Ich kann als CPU auch mit denen reden. Wenn ich mit denen reden möchte, gehe ich durch die Agnes durch. Und die Agnes kann die Chips mit den Daten versorgen. Die Agnes ist direkt am RAM angeschlossen. Und durch die Agnes durch quasi gehe ich auch zum RAM. Die Agnes erlaubt mir den Zugriff zum RAM. Die entscheidet, wer gerade Priorität hat, ob die Plain-Daten jetzt dringend noch was laden müssen, damit kein Loch auf dem Bildschirm entsteht, oder ob die CPU ran kann. Es hat immer das Chipsatz Vorrang vor der CPU. Das ist logisch, denn das macht nichts, wenn die CPU mal ein kleines bisschen wartet und einen Takt später rankommt. Wenn die Chips aber warten müssten und ein bisschen später rankämen, hätte man einen Glitch im Ton oder beziehungsweise noch schlimmer, würde man sofort sehen auf dem Bildschirm, dass man ein schwarzer Pixel dazwischen ist. Also die Grafik-DMA hat immer Vorrang vor dem Prozessor und der Prozessor kann die DMA nehmen, die noch übrig ist. Normalerweise, wenn man bis zu 16 Farben auf dem Bildschirm darstellt, bei Loris, bleibt auch sehr viel übrig, und zwar so viel, dass der Prozessor unbegrenzt 100% seiner Zyklen fahren kann. Erst wenn ich über 16 Farben anmache, wird die DMA Zyklen nehmen und den Prozessor ein bisschen anfangen auszubremsen. So, das war jetzt der Rückblick, was wir letztes Mal behandelt haben. Heute gehen wir jetzt tief auf den 68K ein und die ganzen Ideen dahinter. Es wäre gut, wenn Leute, die vielleicht noch Fragen haben zu dem Amiga-Chipsatz, die jetzt stellen, dass wir die gleich beantworten können und wir dann gemeinsam auf einer gleichmäßigen Basis starten. Also, wenn einer eine Frage hat, bitte nicht schämen, nicht scheuen, gleich stellen, dann können wir die gleich auch beantworten. Okay, wenn keine Fragen da sind, ihr könnt jederzeit nachher auch noch die Fragen stellen. Dann machen wir jetzt weiter. Also, unser Ziel ist, großer 68K Jedi-Meister zu werden. Und ich denke, das werdet ihr auch alle schaffen. Der 68K ist wirklich ein hervorragender Prozessor, der besonders angenehm zu programmieren ist. Ich habe, wie gesagt, auf sehr vielen anderen Architekturen, ARM, Power, Intel und so weiter programmiert. Und ich persönlich finde, dass der 68K sich bei weitem besser programmieren lässt und bei weitem angenehmer ist als diese anderen Architekturen. Die haben teilweise andere Ziele, die haben andere Kompromisse, die da eingegangen werden. Beim 68K wurde eben extrem viel Wert oder Gewicht drauf gelegt, dass der Prozessor mächtige Befehle dem Programmierer zur Verfügung stellt und einen Befehlssatz dem Programmierer gibt, der auch sehr klar ist und für alles eine Möglichkeit ihm bietet. Wohingegen andere Architekturen
andere Gewichtungen gelegt haben. Also die Gewichtung bei Power ist ganz klar, dass der Chip einfach in seiner inneren Struktur sein muss. Er muss gerade nur das bieten, was man für eine gute Floating Point, also FPU-Performance braucht, für gute Integer-Performance. Das war kein Ziel. Und da wurden ganz klar Kompromisse gegangen, die Programmierbarkeit ganz hinten anstellen, die auch die Performance der CPU im Vergleich pro Takt ganz hinten anstellen zum 68K. Dafür aber eben die Entwicklungszeit, die IBM dafür gebraucht hat, stark reduzieren und auch die Chipfläche, die für manche Teile im Chip benötigt wird, stark reduziert ist, was den Chip eben in der Produktion für IBM günstiger gemacht hat. Weniger Entwicklungszeit, wir reden hier meistens von Jahren, und wenn man dann so ein Team hat und das Team ist vielleicht groß, bei IBM habt in der Regel an so einem Chip ein Team von 500 Mann gearbeitet, wenn man so ein Team jahrelang weniger bezahlen muss, da spart man eine Menge Geld. Wenn der Chip einfacher im inneren Design ist, dass vielleicht irgendwelche Fehler im Chip schneller zu finden sind oder vielleicht auch nicht drin sind, dann spart man in der Produktion viel Geld, weil man weniger Versuche machen muss, bis man einen perfekten Chip oder einen guten Chip hat, den man an den Kunden geben kann. Und diese Versuche sind sehr teuer heutzutage. Wir reden da von Millionen von Dollar. Und das sind alles sehr, sehr gute Gründe, die da genommen wurden. Für mich als Entwickler sind das natürlich nicht die Gründe, warum ich mir einen Chip aussuche. Ja, wenn ich heute Programmierer sein möchte, dann verbringe ich da sehr viel Zeit mit. Es dauert relativ lang, bis man ein guter Programmierer ist. Man braucht viel Erfahrung auch. Gerade wenn ich das auch als Hobby mache, möchte ich das sehr gerne machen. Ich möchte mich nicht dazu hinquälen müssen. Und dann suche ich mir eigentlich logischerweise einen Chip aus, der gut zu programmieren ist, der mir viele Möglichkeiten gibt, der mich nicht einengt. Genauso, wenn ich heute ein Instrument lernen wollen würde, dann würde ich mir eine Gitarre versuchen zu kaufen, die einen brauchbaren Klang hat, wenn ich Gitarre lernen möchte und damit übe, und würde nicht eine Plastikgitarre mit Gummibandsaiten mir anschaffen und dann jahrelang darauf zu üben. Das wäre ja dumm, ne? Aber die Prozessorentwickler, die haben eben andere Ansicht auf die Dinge und die möchten gerne Plastikgitarren produzieren, die eben billig sind. Das muss man auch verstehen. Man muss natürlich auch verstehen, wenn die mit einem von der Werbung her reden, dann sagen die einem das so nicht. Sondern die verkaufen einem die Plastikgitarre als das Nonplusultra und so werden auch die Chips vermarktet. Ja. Also wenn ich mir die Power-PC-Chips im Amiga-Bereich angucke, dann sehe ich da nicht, dass die besonders günstig für den Hersteller waren, ja, dass diese Chips, so wie RIS-Chips eben sind, ja, ich weiß, dass RIS-Chips im Handy, die kosten 50 Cent und weil sie billig in der Entwicklung waren. Warum? Ja, das verstehe ich dann, das macht Hardware günstig, das ist der Witz dabei für den Hardware-Produzenten, aber wenn ich mir jetzt so ein Power-PC, Amiga darf man die ja gar nicht nennen, die sind ja keine Amigas, die haben ja keine Amiga-Fähigkeiten, die haben ja auch die Amiga-Chips nicht, aber wenn ich diese Maschinen mir angucke, die ich zum Beispiel MorphOS oder OS4 laufen lasse, und dann müssten die ja eigentlich 50 Euro oder so kosten, so billig wie die Chips eigentlich in der Produktion sind, das ist natürlich nicht der Fall. Also das wird jetzt an den Kunden nicht weitergegeben, sondern die Chips sind oder die Maschinen sind extrem teuer und dann bringt es dem Kunden natürlich nichts, dass IBM Millionen in der Entwicklung bei den Chips gespart hat. Gut, jetzt wollen wir aber wieder zum 68K gehen und ganz wichtig ist der Ablauf zu verstehen. Im Computer spricht die CPU normalerweise die ganze Zeit mit dem RAM. Im RAM liegt jeder Befehl. Und der Prozessor, wenn er anfängt, Strom angibt,
springt er automatisch ins Kickstart, also ins ROM. Und später, wenn ein Spiel geladen wurde von der Floppy oder von der CF, dann liegt das natürlich im RAM. Und der Prozessor führt die ganze Zeit Befehle aus dem RAM aus. Er liest also, legt seine Adresse ans RAM an, kriegt dann den Befehl. Jetzt arbeitet der Befehl mit Daten, das heißt, er muss jetzt die Daten aus dem RAM laden. Er legt also die Adresse der Daten, die er möchte, ans RAM an. Der RAM-Chip beantwortet, dann gibt ihm die Daten. Okay, ich möchte jetzt zum Beispiel auf den Punkte-Counter was drauf addieren, also lade ich mir den Punkte-Counter in den Prozessor, ich addiere dann im Prozessor und das Ergebnis schreibe ich wieder zurück. Also wir sehen jetzt, dass eine einfache, aber was ich mit einem Befehl machen kann, für mich als Programmierer eine einfache Operation, nur ein Befehl, addiere was auf den Punkte-Counter des Spielers, drei Memory-Operationen im Prozessor ausgelöst hat, weil der Befehl musste erst geladen werden aus dem RAM, dann musste der Punkte-Counter aus dem RAM geladen werden. Dann wurde darauf im Prozessor was addiert und das wurde das Ergebnis wieder zurückgeschrieben. Das heißt, Sie haben drei RAM-Zugriffe in einem Befehl. Wir merken hier bei, RAM-Zugriffe sind sehr dominant. RAM-Zugriffe sind ein entscheidender Faktor für die Geschwindigkeit des Systems. Je langsamer mein RAM-Zugriff ist, je langsamer ist auch mein System. Und je schneller meine RAM-Zugriffe werden, umso schneller ist auch mein System. Gerade bei unserem Prozessor wurde unheimlich viel Wert auf maximale RAM-Geschwindigkeit gelegt und deswegen ist die V4 auch so ungleich viel stärker als alle anderen Amigas bisher, weil wir die RAM-Geschwindigkeit wirklich extrem hochgetrieben haben. Und also wir haben, wenn man das jetzt so ein Beispiel sieht, so ein 68K im Amiga 500 konnte maximal aus dem Bus 3,5 Megabyte pro Sekunde rausholen, was zu seiner Zeit wirklich gut war und besser als das, was die PCs konnten. Deswegen war auch das Design vom Amiga, alles in dem RAM zu haben, ein gutes Design, weil die RAM-Zugriffe schnell waren. Gut, wir sind jetzt bei der V4 in der Größenordnung von 500-600 Megabyte RAM-Durchsatz, die wir schaffen. Das ist also Faktor 200 mal schneller ungefähr als der Amiga 500 war. Und das spürt man dann auch, warum alles so viel schneller läuft. Wenn wir programmieren auf dem 860K, dann haben wir eine Zwei-Operanden-Maschine. Was das genau ist, erkläre ich nachher noch mal ein bisschen im Detail. Es bedeutet im Prinzip, dass jeder Befehl zwei Operanden hat. Der hat immer eine Quelle und ein Ziel und packt, verarbeitet die zusammen. Also addiere von mir aus 1 auf den Punktecounter. 1 ist dann ein Operand, meine Quelle, und der Punktecounter ist auch eine Quelle, aber auch gleichzeitig das Ziel. Und der 68K hat Register. Okay, jetzt benutzen wir das Wort Register zum zweiten Mal. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Chips vom Amiga als Register sichtbar sind im Speicher. Und ich mit denen direkt reden kann, dass ich also die Farbregister ändern kann. Jetzt hat der 68K aber intern in sich auch Register. Und diese Register liegen nicht im RAM, wie die Chip-Register der Custom-Chips. Diese Register sind im Prozessor drin und ich kann die bei Befehlen benutzen. Wir gehen darauf noch im Detail ein. Aber nur mal so als Grundverständnis ist das völlig klar. Wir haben gesehen, beim Programmieren oder beim Befehle ausführen arbeiten wir viel mit dem RAM. Und die RAM-Zugriffe sind am Ende unsere Geschwindigkeit. Wenn wir es schaffen, etwas mit weniger RAM-Zugriffen zu machen, dann wird es auch schneller. Und dazu hat der 68K quasi besonders schnelles RAM intern drinne, in denen man Sachen reinpacken kann, die ich öfters brauche. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel mit meinem Lebens- oder mit einer Punkte Zähler gerade besonders viel arbeiten möchte, dann kann ich den einmal aus dem RAM in Register laden, kann dann auf dem Register rumrechnen und was addieren und viele Zugriffe machen, 10, 20, 100, je nachdem, ohne dabei einen RAM-Zugriff fahren zu müssen und speichere mir dann am Ende, wenn ich damit fertig bin, das Ergebnis zurück ins RAM. Das heißt, ich habe da als Programmierer die Möglichkeit, meine Programme zu optimieren und Teile meiner Variablen, mit denen ich viel rechne, in den Prozessor reinzulegen und in Registern zu rechnen. Dadurch spare ich RAM-Zugriffe
und werde schneller. Hier nochmal unser Schaubild. Wir sehen, dass der Prozessor, die CPU, die ganze Zeit mit dem RAM redet. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Sehr wichtig zu verstehen, dass das im Prinzip das ist, was die Geschwindigkeit eines Programms am Ende auch ausmacht. Und wie gesagt, der Prozessor hat 24 Adressleitungen, die an die RAM-Chips gehen und 16 Datenleitungen oder Data Lanes, wie das auf Englisch heißt. Zusätzlich hat er noch ein paar Kontrollleitungen, also er hat gesagt dem RAM, du, ich möchte es bitte mit dir lesen, gib mir doch mal eine Antwort. Dann gibt das RAM auf den Datenleitungen den Inhalt dieser RAM-Zelle, mit der ich reden will, zurück. Oder ich kann sagen, du, ich möchte jetzt in die Datenzelle schreiben, hier ist die Adresse und hier sind die Daten, die ich schreiben müsse. Dann schreibt die CPU auf denselben Leitungen. Also die Datenleitungen gehen hin und her von und zu der CPU. Die Adressen, die gehen nur von der CPU zum RAM und da sagt die CPU dem RAM, mit welchem Teil es reden möchte. Gut. Der 68K ist eine Zwei-Operanden-Maschine. Wir kennen das Ganze aus der Mathematik, nicht? Addiere auf B, A, also A plus B gibt wieder B. Das ist so ein Zwei-Operanden-Verhalten. Es gibt auch ein Drei-Operanden-Verhalten, dass ich sage, A plus B gibt C, dass ich also B nicht immer überschreibe, sondern ich sagen kann, ich kann das Ergebnis gleich woanders hinlegen. Es gibt Prozessoren, die sind Drei-Operanden-Maschinen, das ist von Vorteil. Es hat aber, wie alles im Leben, auch einen Nachteil, denn Befehle, in denen ich drei Operanden reinkodiere, brauchen für die Beschreibung der drei Operanden dreimal Platz. Der 68K schreibt in der Regel zwei Operanden in einen Befehl rein. Das heißt, er braucht ein bisschen weniger Platz. Man kann eine Drei-Operanden-Operation auch mit zwei Operanden-Befehle machen. Also man könnte sagen, kopiere B nach C und dann addiere A auf C. Dann habe ich also eine Zwei-Operanden-Operation, wo ich sage, A plus B ist gleich C, was ein Befehl wäre, in zwei Operanden, in zwei Befehle zerlegt und kann also auch eine Drei-Operanden-Operation in zwei Befehlen damit machen. Das heißt, man kann mit dem 68K-Befehlsatz, der grundsätzlich erstmal zwei Operanden-Sachen unterstützt, auch Drei-Operanden-Funktionen machen, aber in zwei Befehlen. Warum das so gemacht wurde, hat einen Hintergrund. Motorola hat eine Statistik damals gemacht und die haben geguckt, wie oft benutzt denn ein Programmierer im Schnitt eine Drei-Operanden-Operation, wie oft wird eine Zwei-Operanden-Operation benutzt. Und in der Regel ist die Anzahl der Zwei-Operanden höher. Und die haben dann geguckt, wie sie die Sachen am besten kodieren in den Instruktionen. Und kamen dann darauf, also wenn Sie drei Operandenbefehle machen, dann werden die länger, ungefähr doppelt so lang wie ein Zwei-Operandenbefehl. Und wenn ich dasselbe in zwei Befehle zerlege, dann komme ich im Speicherverbrauch wieder ähnlich, als wenn ich drei Operandenbefehle habe. Aber für die ganzen Fälle, wo der Programmierer wirklich nur eine Zwei-Operanden-Operation benötigt, das ist in der Regel die meisten Befehle, da spare ich sehr viel Platz, weil meine Befehle jetzt kürzer sind als Zwei-Operanden-Kodierung. Das heißt, es ist mit Absicht so gewählt im 68K, dass er eine Zwei-Operanden-Maschine ist, weil dadurch die Befehle kleiner werden und ich mit weniger RAM größere Programme schreiben kann. Das ist also ein mit Überlegung gewählter Schritt, wo man sagt, wir optimieren unsere Befehle dahingehend, dass die Programme sehr klein und kompakt werden. Kleine Befehle, weniger RAM-Zugriffe, um die Befehle zu laden. Das heißt, mein Prozessor läuft dann auch schneller. Ja, ich brauche weniger RAM, muss weniger Daten aus dem RAM laden. Wir haben gelernt, RAM-Zugriffe sind auch ein Geschwindigkeitsfaktor. Das heißt, es ist also auch eine clevere Sache, die da gemacht wurde für die Geschwindigkeit. Nun gut, wenn ich jetzt zwei Operationen hintereinander durchführen muss, habe ich jetzt wieder einen kleinen Nachteil auf dem 68K.
Muss also wirklich dann dieselbe Menge Daten laden wie ein Dreier auf Randbefehl. Bin dann also ungefähr gleich schnell. Es gibt jetzt beim unserem neuen Prozessor, den 6808, eine kleine Besonderheit. Der sieht in der Regel solche Konstrukte. Das heißt, der sieht, okay, da möchte einer eigentlich mit zwei 68K-Befehlen eine Drei-Operanden-Operation machen. Der kann ganz viele davon erkennen. Und der fasst die automatisch zusammen und führt die auch doppelt so schnell aus. Also der macht daraus einen Befehl wieder. Das ist so ein bisschen Magie im Decoder vom 68080, der das ermöglicht. Dadurch haben wir jetzt also die Vorteile vereint von kompaktem Code und schneller Ausführung. Besser geht's nicht. So, nun gehen wir ans Eingemachte. Jetzt lernen wir zu verstehen, wie der Prozessor funktioniert. Und dazu gucken wir uns mal die internen Register im Prozessor an. Ganz wichtig, ganz oben ist der Programmcounter. Der Programmcounter ist ein Register, ein Zeiger, in dem der Prozessor sich merkt, bei welchem Befehl im Programm er gerade ist. Und diesen Befehl lädt er dann aus dem RAM, um ihn auszuführen. Wenn er damit fertig ist, zählt er den Programmcounter höher und guckt dann auf den nächsten Befehl, der dahinter ist. Er weiß also bei jedem Befehl, den er lädt, wie lang ist der Befehl. Der 68K unterstützt Befehle von unterschiedlicher Länge. Ein Befehl kann 2 Byte lang sein, 4 Byte, 6 Byte, 8 Byte, 10 Byte beim 68.0er. Also zwischen 2 bis 10 Byte lang kann ein Befehl sein. Man merkt schon anhand der langen Befehle, wie luxuriös die Befehle sein können oder was da unterstützt wird. Denn lange Befehle bedeutet auch viele Informationen, luxuriös für den Programmierer. Ab dem 20er wurde das Ganze noch ein bisschen verbessert, noch ein wenig erweitert. Da können die Befehle sogar gut doppelt so lang sein. Also ich kann auch 20 Byte Befehle bauen. Ich kann 12 Byte, 14 Byte, 16 Byte, 18, 20 Byte, 22. Ich kann wirklich richtig komplizierte Sachen in einem einzigen Assembler-Befehl bauen. Das macht, gerade wenn man so mit Tabellen oder so arbeitet, so wie Excel, und könnte man im Prinzip in einem Befehl sagen, also aus dieser Excel-Sheet, aus der Reihe, aus der Spalte, dann nimmst du mir bitte das Element und das addierst du mir auf dieses Excel-Sheet, auf die Reihe, die Spalte, einfach drauf. Also so eine Operation, was ja relativ kompliziert ist, mit Reihen und Spalten und Seite angeben, kann ich alles in einen Assembler-Befehl quasi schon reinpacken. Und das macht viele Operationen, gerade so mit Tabellen arbeiten wir sehr oft. Auch der Bildschirm ist eigentlich in XY-Koordinate geteilt. Viele Sachen sind im Computerbereich in Tabellen abgelegt und ich kann da super elegant beim 68K drauf zugreifen und brauche bei den anderen Prozessoren, um dasselbe zu machen, oft viele Befehle. Wenn ich viele Befehle brauche, geht es mir immer so, dass ich das Programm für mich immer sehr schnell unübersichtlich wird. Also ich fand das beim PowerPC sehr nachteilig. Ich habe relativ viel auf dem PowerPC, also auch High-Performance-Vector-Libraries für die Supercomputer geschrieben. Und wenn man da für da, wo ich beim 68K einen Befehl, eine einfache Operation für mich einfach zu programmieren, in einem Befehl hingeschrieben habe, musste ich das oft beim PowerPC in 5 Befehle zerbröseln, weil die Befehle an sich schwächer sind und ich 5 Befehle brauchte, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Und man kann sich schnell vorstellen, wenn man da so eine Seite an Code hat, von mir aus 50 Zeilen beim 68K für irgendeine mathematische Formel, und ich muss jetzt jeden Befehl so zerschnipseln und das 50 Zeilen werden auf einmal 150 oder 250, dann passt es nicht mehr auf den Bildschirm, dann wird es sehr unübersichtlich. Dann sind dann auch für mich als Mensch sehr schnell die Grenzen erreicht, was ich so überblicken kann. Und dann schleichen sich auch Fehler rein. Es wird sehr viel anstrengender, so ein Programm zu schreiben. Es macht einfach viel weniger Spaß. Und die Programme, jeder Fehler, der sich einschleicht, kann auch einen Crash erzeugen. Also man erzeugt, ohne es zu wollen, auch instabilere Programme. Alles sehr viele Nachteile. Gut. Aber wir waren beim 68K, der Programmcounter. Wie gesagt, der Programmcounter zeigt immer
auf den nächsten Befehl, der geladen werden soll. Und während der geladen wird, ist der erste Schritt rauszufinden, wie lange ist der Befehl. So viel wird dann auch geladen für den Befehl und dann zählt der Programmcounter im Prinzip weiter. Wenn man im Programm an eine andere Stelle springt, also jetzt an ein Unterprogramm, an einer anderen Stelle im Programmfluss weitermachen möchte, dann ist das im Prinzip eine Veränderung des Programmcounters. Ich setze den auf einen neuen Wert oder ich addiere auf den Programmcounter etwas drauf, springe quasi ein paar Befehle weiter nach unten oder ich subtrahiere etwas vom Programmcounter, springe ein paar Befehle wieder hoch. Das heißt, der Programmcounter ist ein Register, mit dem der Prozessor auch rechnen kann. Er kann darauf addieren oder subtrahieren. Das sind sogenannte Sprünge, Branches beim 68K. Wenn ich viel mit Speicher arbeite, dann ist es sehr hilfreich, Zeiger darauf zu halten. Das sind die Adressregister. Der 68K verfügt über 8 Adressregister, die es mir ermöglichen, auf 8 Stellen im RAM gleichzeitig Zeiger zu halten. Das ist sehr hilfreich. Also oft ist es so, ich kopiere von einer Stelle im RAM etwas auf eine andere. Dann brauche ich jetzt den Zeiger, der auf die eine Stelle, von wo ich was kopieren möchte, und einen Zeiger, der auf eine andere Stelle zeigt. Und dann kann ich da Schritt für Schritt so durchgehen und zähle die beiden quasi hoch. Also brauche ich 2 Register, um das zu machen. Mit 2 Registern kommt man schon ziemlich weit. Manchmal möchte man aber auch kompliziertere Sachen machen. Ich möchte zum Beispiel eine Hintergrundkachel in meinem Spiel mit einem Vordergrundelement verknüpfen und beides lesen und dann kombinieren und dann auf dem Bildschirm ablegen. Okay, dafür brauche ich jetzt schon 3 Register. Ja? Also ich zeige jetzt auf eine Hintergrundkachel, die in meinem RAM liegt, die von mir aus ein Stück Mauerwerk ist. Und meine Spiele-Engine, so wie bei Super Frog zum Beispiel, könnte jetzt ab und zu dann neue Elemente drüber legen. Da habe ich jetzt von mir aus eine Fackel, die an der Wand steht. Und ich kann also die Fackel einmal im RAM, habe verschiedene Steine im RAM. Ich kann die Fackel also nicht nur auf denselben Stein legen, sondern auch verschiedene Steine zu beliebigen Stellen. Dadurch wird mein Spiel interessanter und muss das natürlich beim Aufbauen des Bildschirmhintergrundes kombinieren und dann auf den Bildschirm schreiben. Also für so eine Operation bräuchte ich jetzt, um das sauber zu programmieren können, schon 3 Adressregister. Man kann sich das gut vorstellen, was man alles so damit machen kann. Die 8 Register sind ein wirklicher Luxus. Die meisten Prozessoren zu der Zeit hatten deutlich weniger. Und dass der 68K 8 Adressregister hat, ist wirklich ein wahnsinniger Luxus. Und damit kann man unheimlich viel machen. Die gehen einem normalerweise auch fast nie aus. Es gibt ein paar Punkte, wo man sich wünscht, noch 1 oder 2 Register mehr zu haben. Ein typisches Beispiel beim Amiga, das jeder kennt, Chunky to Planar. Also Chunky nennt man das Grafikformat, wenn ein Punkt an einer Speicherstelle am Stück steht. Und das haben wir ganz oft bei 3D-Spielen, die zur Laufzeit gerechnet werden, also sowas wie Quake zum Beispiel oder Doom. Und da haben wir ein Byte, ein Punkt. Auf dem Amiga 1200 kann ich das so nicht darstellen. Der hat ja nicht die Chunky Modes wie der Super Hager Chipsatz. Da muss ich das jetzt aufsplitten in die 8 Planes. Und das macht man in der Regel sinnvollerweise so, dass man das Spiel erstmal einmal in Chunky berechnet und malt und dann einmal eine Routine drüber laufen lässt, die das ganze Bild zerlegt und in 8 Planes speichert. Und wenn man das machen möchte, dann möchte man am liebsten eigentlich 9 Register haben. Nämlich ich möchte ein Register, einen Pointer haben, der auf meine Chunky-Quelle zeigt. Und ich möchte 8 Register, 8 Pointer haben, der auf die 8 Planes zeigen. Und wir sehen schon, das wird jetzt so einfach gar nicht machbar im 68K. Man muss da schon so ein bisschen tricksen. Man kann das jetzt so, wie man es, sag ich mal, naiv oder mit ersten Gedankengang schreiben würde, gar nicht schreiben, weil wir nicht genug Register haben. Im 68080 haben wir das erweitert. Der 080 verfügt über 16 Adressregister. Ich habe schon relativ viel programmiert, von Krypto-Algorithmen, 3D-Spiele-Algorithmen, Voxel Space. Also alles, was ich. Datenbanken, ich habe schon sehr viel geschrieben. Ich habe bisher noch keinen Algorithmus gefunden, den ich mit
16 Adressregistern nicht sauber schreiben konnte. Ich denke, das ist ein super Luxus, den man da als Programmierer hat. Und man kann einfach so schreiben, wie man denkt, ohne sich ein Bein rauszureißen. Gut. Außer den Adressregistern, die auf den Speicher zeigen, hat man ja auch oft Daten, mit denen man rechnet. Also wenn ich zum Beispiel Speicher kopieren möchte, ich kopiere ein Stück Speicher zu einer anderen Stelle, dann brauche ich für die Stelle beschreiben, für das Pointen die Adressregister, aber ich muss ja auch irgendwie wissen, wie viel Speicher ich kopieren möchte. Dann möchte ich jetzt 100 Bytes kopieren oder ein Megabyte und diese Menge muss ich dann runterzählen und wenn ich fertig bin, dann höre ich auf zu kopieren. Also brauche ich dafür einen Laufzähler, der mir zählt, wie viel Bytes ich noch kopieren möchte. Diesen Laufzähler könnte ich theoretisch im RAM auch halten beim 68K und darunter zählen und so lange weiter kopieren, bis ich auf 0 bin. Das wäre jetzt aber sehr, sehr ineffizient, weil ich würde ja zu jedem Punkt, den ich kopiere auf dem Bildschirm, auch gleichzeitig ins RAM gehen und sagen, okay, noch einen und nochmal einen und nochmal einen und immer runterzählen. Das heißt, ich würde die große Menge von RAM-Zugriffen damit verschwenden, meinen Zähler zu laden und runterzuzählen und wieder abzuspeichern. Und das würde mein Programm unheimlich langsam machen. Ich wäre dann nur halb so schnell. Ich möchte die RAM-Zugriffe wirklich beim Programmieren dafür verwenden, um die Pixeldaten zu schieben, um den Bildschirm zu malen, den Bildschirm zu clearen oder die Variablen im Speicher zu sortieren oder so, was ich eben machen möchte in meiner Routine. Und ich möchte meine RAM-Zugriffe nicht dafür verwenden müssen, um abzuspeichern oder runterzuzählen, wie viele Bytes ich noch kopieren muss, wie viele Bytes ich noch sortieren muss, wie viele Wurzeln ich noch rechnen muss. Diese Zählersachen oder auch Hilfsrechnungen möchte ich ganz gerne in Registern halten. Und dafür hat der 68K 8 Datenregister. Und 8 Datenregister ist gut. Damit kann man eine Menge Zähler halten. Manchmal, wenn man komplizierte Sachen macht, ja, also dieser Teil im Bild, der ist jetzt so und so breit und so hoch, möchte ich jetzt dahin kopieren und möchte von hier und da und dann möchte ich noch ein bisschen rechnen und irgendwann merkt man dann, naja, 8 sind schön, 16 wären besser und es geht jedem Programmierer so, dass er beim Amiga-Programmieren feststellt, dass die 8 toll sind, aber die eine oder andere Routine jetzt in 8 nicht reinpasst. Und dann fängt man als Programmierer an, Rechnungen im RAM zu machen. Das geht. Man kann, wie gesagt, jede Rechnung immer im RAM machen, aber dann habe ich halt auch bei jedem Befehl bei der Rechnung einen RAM-Zugriff, der eben Zeit kostet ein bisschen. Und ab und zu muss man als Programmierer einfach in den sauren Apfel beißen und dann sagt man, okay, ich habe jetzt 8 Rechnungen gehabt, die konnte ich in Registern machen, jetzt muss ich halt noch 3 machen, die aufs RAM gehen, okay, dann habe ich halt 3 mal ein bisschen eine Verlangsamung und das mache ich jetzt in meiner Arbeitsschleife und so funktioniert die. Und jeder Programmierer weiß dann, naja gut, wenn ich jetzt ein bisschen noch 3 Register mehr hätte oder so, dann wird die Routine noch ein bisschen schneller laufen und ich könnte auch ein bisschen eleganter vielleicht programmieren. Ich denke, da hat jeder Demo- oder Spieleprogrammierer sich schon mal gewünscht, dass es toll wäre, noch mehr Register zu haben. Wobei, ganz ehrlich gesagt, wir haben den totalen Luxus. Es gibt Prozessoren, die haben viel weniger Register als der 68K. Also der Intel zum Beispiel hat deutlich weniger. Und das war immer ein großes Manko beim Intel. Also wenn man auf dem Intel programmiert hat, dann gingen immer die Register aus und man war die ganze Zeit eigentlich unzufrieden anhand der Limitierung und hat die ganze Zeit wieder ein Register zurück ins RAM geschrieben und für was anderes gebraucht und dann wieder zurückgeschrieben und hin und her. Und das hat den Intel-Chip auch immer so ein bisschen gebremst. Ja, ich denke mal, dass er weniger Register als der 68K hatte, hat im Schnitt 20% Leistung geschluckt. Und gut, der 68K hatte 16 Register. Wir haben uns dafür entschieden, das zu erweitern auf 32 Datenregister, weil man Datenregister ja für komplizierte Sachen doch mehr braucht als Pointer. Und wir sind der Meinung, dass das so ein Optimum jetzt ist,
dass einem die 32 Register eigentlich niemals ausgehen. Und man könnte sich theoretisch auch noch ein paar, wenn man noch Variablen braucht, die Adressregister borgen in manchen Rechnungen und käme dann, wie gesagt, auf die gigantische Zahl von 48 Registern. Das ist schon ein wahnsinniger Luxus, wenn man bedenkt, dass andere Architekturen wie der Intel mit 8 Registern insgesamt gesegnet waren. Das Ziel beim Apollo ist es, das Programmieren, was beim Amiga schon immer sehr luxuriös war, noch luxuriöser und noch angenehmer zu gestalten. Weil ich glaube, ja, wenn ich programmiere, dann soll mir das Spaß machen. Wenn ich gerne koche, dann möchte ich das, was ich koche, am Ende auch lecker essen können. Und warum soll ich dann da einen sauren Wein nehmen, nur weil er billig war? Ich möchte mir oder den anderen Entwicklern auf dem Amira da eine CPU gönnen, die zwar sehr kompliziert in der Entwicklung war, weil sie tolle Features hat und die sehr viel Zeit gekostet haben zu bauen, aber die wirklich sehr angenehm zu entwickeln ist und Spaß macht zu benutzen. Was wir jetzt als nächstes angucken, ist das Statusregister. Jeder Befehl beim 68K, der in der ALU, also der was rechnet, egal ob das Rechenergebnis dann am Ende im Datenregister wieder gespeichert wird oder im RAM. Beim 68K werden die Ergebnisse immer geprüft und es wird immer geprüft, ist das Ergebnis 0 oder nicht 0, ist das Ergebnis größer oder kleiner 0. Und diese Prüfergebnisse, die werden sich gemerkt im Statusregister. Dadurch, dass das Statusregister dieses abspeichert, kann sich der nächste Befehl, der hinter dem vorigen kam, darauf beziehen. Also ich kann solche Sachen machen wie, sind die Leben schon 0? Also dann vergleiche ich den Lebenszähler mit dem Wert 0 und kann sagen, oh, ja, das vorige Befehl, der das im Vergleich gemacht hat, hat jetzt abgespeichert, Ergebnis ist 0. Und dann kann ich sagen, oh, springe, wir sterben. Game-Over-Routine an. Ja, das heißt, ich kann das Programm jetzt an einer anderen Stelle hin verzweigen. Das nennt man einen bedingten Sprung. Ich ändere also meinen Programm-Counter, wenn eine gewisse Bedingung eingetreten ist, also wenn der vorige Test das Ergebnis 0 gebracht hatte. So kann ich sehr gut Spiele programmieren. Ich kann sagen, okay, wenn Raumschiff-Koordinaten überlappend, dann mache dieses oder jenes, wenn Mausknopf gedrückt, dann gehe ich jetzt hier im Programm weiter und so programmiert man immer auf dem 68K, man vergleicht irgendwas und wenn die Bedingung passt, dann springt man an eine andere Stelle und macht an einer anderen Stelle weiter. Und das Statusregister ist da eben ganz wichtig, weil es nach jedem Befehl sich merkt, was der vorige für ein Ergebnis hatte. Und beim 68K ist es so, dass jeder Befehl in der Regel das Statusregister updatet. Das heißt, man kann sich da jetzt auch nichts aufheben. Ich muss den Sprung immer nach der Prüfung machen. Es gibt eine Ausnahme. Befehle, die mit Adressregistern arbeiten, daten nicht das Statusregister ab. Und das liegt an der Pipeline-Struktur des 68K. Das werde ich jetzt gleich nochmal erklären. Vorher gucken wir nochmal die Register an. Die Register beim 68K sind 32 Bit breit gewesen. Das war zu dieser Zeit eine ganz tolle Sache. Ja, damals C64, 8-Bitter, huhuhu, der konnte 8-Bit auf einmal verarbeiten. Der hat sich dann über 16-Bit-Register gefreut. Mehr ging nicht. 32-Bit erlauben einem unheimlich viel mehr. Wie gesagt, die Adressen beim C64 hatten 16-Bit-Register. Mit den 16-Bit konnte ich 64 Kilobyte Speicher auch adressieren. War unheimlich toll, was man damit machen konnte zu der Zeit. Beim Amiga sind meine Pointer, man macht sich K 32-Bit breit, damit kann ich 4 GB RAM adressieren. Das ist jetzt ungleich mehr. Das ist ein wie wahnsinniger Luxus. Und wenn man sich dieses Register anguckt, dann ist das, kann ich bei jedem Befehl, aber auch auf
auf Byte oder Wort arbeiten. Das ist eine ganze Besonderheit beim 68K. Ich habe also Befehle, um mit Bytes zu arbeiten. Ich habe Befehle, um mit 2 Bytes auf einmal zu arbeiten. Das nennt man dann ein Wort. Und ich habe Befehle, um 4 Bytes auf einmal zu bearbeiten. Das Bearbeiten könnte jetzt kopieren sein oder addieren. Und ich kann bei jedem dieser Befehle immer sagen, okay, addiere mir aber nur auf das hintere Byte. Oder kopiere mir jetzt bitte 2 Byte. Das kann ich in einem Befehl so angeben. Das macht ein 68K extrem flexibel. Und es gibt Prozessoren, die können das nicht. Also zum Beispiel PowerPC ist zu blöd dazu. Der kann das nicht. Ein PowerPC kann immer nur auf Long arbeiten. Der kann nicht auf Byte und Wort arbeiten. Und ja, das schränkt ihn schon extrem ein. Wir haben das beim 6889 noch ein bisschen erweitert. Unsere Register sind doppelt so groß. Die sind also nicht 32-Bit groß, sondern 64-Bit groß. Wenn wir uns dieses Bild hier mal angucken, dann stehen da drüber Nummern. Die Nummern beschreiben die Position des Bits. Das ist wichtig zu wissen. Beim 68K ist das Bit 0 das ganz rechts stehende, das mit der niedrigsten Wertigkeit. Also Bit 0 entscheidet über bei einer Zahl, ob die 1 oder 0 ist. Und Bit 2 entscheidet, ob die Zahl 0 oder 2 ist. Bit 3 entscheidet, ob die Zahl 0 oder 4 ist und so weiter. Und Bit 31 würde jetzt über 0 oder 2 Milliarden entscheiden. Und so, wenn die dann aufaddiert werden, die Bits, gibt es dann die Gesamtsumme. Das muss einem aber erstmal vom Kopf her klar sein, dass Bit 0 immer das ganz rechtere ist und Bit 31 das ganz linke. Wenn wir irgendwelche Bits in Registern abfragen, also zum Beispiel da, wo der Mauspointer oder Mausknopf drin steht, dann ist es wichtig zu verstehen, mit welchem Bit wir reden. So. Ja, jetzt haben wir über die internen Register des Amigas gesprochen. Und das Ganze gibt jetzt Sinn, wenn man an das Komplizierte, jetzt kommen wir an das Komplizierte, wenn Fragen sind, bitte Fragen. Aber es ist total wichtig, das zu verstehen, weil später als Programmierer muss das eigentlich verinnerlicht sein, wie die CPU intern Befehle verdaut. Und das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. Ein Befehl kann beim 68K mehrere Schritte durchlaufen. Also er durchläuft im Prinzip immer diese Schritte. Und der erste Schritt ist, dass der Programmcounter ans RAM angelegt wird und dem RAM sagt, hallo, gib mir bitte den Befehl auf dieser Adresse, und das RAM dann an die Fetch Unit, dieser Teil des Prozessors, der das macht, nennen wir die Fetch Unit, den Befehl liefert, und die Fetch Unit sagt, hurra, ich habe den Befehl, den speichert sie dann in einem versteckten internen Register, dem Instruktionsregister. Und nachdem die Fetch Unit jetzt den kompletten Befehl geladen hat, weiß sie, wie groß der ist, zählt den PC um so viel höher und holt danach den nächsten Befehl. Aber der erste Befehl ist jetzt geholt, ist in dem Instruktionsregister, und dieses Instruktionsregister wird der Dekodiereinheit gegeben. Die Dekodiereinheit guckt sich die Zahl an, die da geladen wurde. Also ein Befehl ist im Prinzip nichts anderes als eine Zahl im RAM. Ja, wir können uns die Befehle, wenn wir darüber reden, wir reden von Move, wir reden von Add. Der Prozessor, der denkt bei den Befehlen aber in Zahlen. Also für einen Move L, der fängt bei ihm mit einer 2 an, Move Quick fängt mit einer 7 an und so weiter und so fort. Ein Branch fängt mit einer 6 an. Das heißt, je nach in der Zahl kodiert steht der Befehl drin mit allen seinen Operanden und mit seinen Merkmalen. Und die Dekodiereinheit, die erkennt, welcher Befehl das ist, anhand seiner Nummer, die erkennt auch, welche Operanden der Befehl hat. Also ob der jetzt mit Datenregistern rechnet oder mit Memory rechnen möchte, das steht alles in Zahlen da rein kodiert. Nachdem die Dekodiereinheit das dekodiert hat, speichert sie diese Informationen in einem internen Register, dem Dekodierregister, und dieses Register wird im weiteren Verarbeiten des Befehls benötigt, um zu wissen,
wollen wir jetzt addieren, subtrahieren, multiplizieren. Und da werden auch die Operanden dekodiert. Also addiere ich jetzt Datenregister 0 auf Datenregister 4 zum Beispiel. Diese Informationen werden also intern im Prozessor abgespeichert in versteckten Registern. Der nächste Schritt, den der Prozessor jetzt machen muss, ist die Berechnung der Adresse. Ja, ich kann auf Speicher drauf zugreifen, auf einfache Art, oder ich kann auch auf komplizierte Art drauf zugreifen. Ich hatte das ja angesprochen, Tabelle, Zeile und Spalten. Und wenn ich das auf komplizierte Art mache, dann muss die Adressberechnungseinheit erstmal das zusammenrechnen, um herauszufinden, ja, wo ist denn das jetzt am Ende, mit welcher Speicherstelle möchten wir denn reden. Und dafür hat der 68K eine eigene Unit, die solche Rechnungen machen kann. Und diese Unit nennt man die EA-Unit. Das ist die Unit, die die effektive, also die Adresse, die am Effekt auch im Endeffekt benutzt wird, berechnet für den Befehl. Und diese Unit, die besitzt quasi auch die Adressregister. Die kann auf den Adressregistern auch rechnen, und das können die 68K-Befehle quasi als Teil des Befehls für umsonst auch mitmachen. Das heißt, ich kann sagen, hol mir mal aus dem RAM, mit dem ich mit diesem Adresszeiger drauf zeige, ein Datum, hol mir dann den Wert und zähle gleich den Adresszeiger 1 weiter. Also wie bei der Schreibmaschine, wo dann der Kopf auch weiterfährt, bei jedem Befehl, den ich tippe, kann ich auch meinen Pointer, mein Lesezeichen, automatisch mit weiterfahren lassen. Ich kann also auf mein Adressregister was drauf addieren. Und das macht die Adressunit quasi für umsonst bei einem Befehl mit dabei. Und das Ding ist schlau. Also wenn ich mir jetzt ein Byte hole, dann weiß das Ding, okay, ich bin jetzt auf einen Byte gegangen, dann kann ich auch, wenn ich diesen Plus-Modus anwähle, dann wird plus 1 addiert. Habe ich mir jetzt ein Word geholt, also 2 Bytes, dann addiert die Unit auch plus 2. Habe ich mir in dem Befehl Long geholt, also 4 Bytes, dann addiert die Unit automatisch plus 4. Hole ich mir ein Quad, dann addiert sie plus 8. Und das macht das Arbeiten mit dem RAM sehr luxuriös. Ich kann einfach einen Pointer haben, hole mir daraus Daten und kopiere die von A nach B. Mit wenigen Befehlen kann ich beim 68K immer sehr viel erreichen. Es kommt dann alles so einfach und so logisch und so selbstverständlich vor. Was es nicht ist, der Prozessor arbeitet im Hintergrund eine Menge, macht teilweise unheimlich viele Sachen bei einem Befehl schon, aber für einen als Programmierer kommt sich das alles sehr spielerisch vor. Diesen Luxus, wie gesagt, haben wir beim 68K ganz besonders und haben wir bei anderen Prozessoren eher nicht. Also ein PowerPC oder ein ARM bietet sowas nicht so in dieser in diesem Umfang an, und da muss ich so ein bisschen mit der Hand am Arm teilweise die Sachen mit mehreren Befehlen zusammenschustern, um auf dasselbe Ergebnis zu kommen, weil meine Befehle an sich primitiver, einfacher, weniger mächtig sind, muss ich das, was mir einfach als Programmierer erscheint, in viele kleine Sachen nochmal zerlegen in der Regel. Aber wir sind hier beim 68K und wir können rechnen in der Adresse und wir können gleich mit dem RAM reden. Und das mit dem RAM reden, das macht die Data Fetch Unit oder die Daten Cache Unit. Und die guckt jetzt, wenn wir einen Datencache haben, nach, habe ich mir das schon gemerkt. Und wenn wir das nicht haben, dann geht sie mit zum RAM und holt den Wert. So, nachdem sie den Wert geholt hat, wird der im Operandenregister intern gespeichert. Und dieser Operand geht dann an die nächste Unit, das ist die ALU. Die ALU ist das Hauptrechenwerk im 68K. Die macht die ganzen Operationen. Also die ALU kann addieren, subtrahieren, vergleichen, enden, ohren, schieben, multiplizieren, dividieren. Die kann alles. Und diese ganzen Operationen kann sie auf Speicher rechnen und die kann die ganzen Operationen auch auf Datenregister rechnen und abspeichern. Auf Adressregister rechnet die ALU nicht. Die ALU rechnet immer auf Datenregister und auf Speicher und speichert auch in Daten oder Register oder in Speicher zurück. Die EA-Unit kann auf Adressregister oder Register rechnen und die kann im Prinzip addieren und subtrahieren darauf. Und diese
Operationen, dieses Zusammenrechnen von Spalte, Zeile in Tabellen machen und auch so ein Ergebnis wieder in einem Adressregister abspeichern von so einer Gesamtrechnung. Die kann aber jetzt nicht dividieren zum Beispiel. Das heißt, das ist beim 68K gesplittet in das, was die EA-Unit kann und das, was die ALU kann. Und man kann auf den Adressregistern, die eben Pointer sind, jetzt keine Divisionen ausführen. Als ich Programmieren gelernt habe beim 68K, war mir das so nicht ganz klar. Warum kann ich jetzt nicht auf dem Adressregister genauso dividieren? Das ist ja komisch. Ich habe diese Tabellenrechnungsoperation. Warum kann ich die nur auf dem Adressregister machen und nicht auf dem Datenregister? Wenn man versteht, wie der Prozessor funktioniert, dass das zwei getrennte Einheiten sind und die eine eben darauf optimiert ist, mit Pointern zu arbeiten und die andere darauf optimiert ist, mit RAM jede mögliche Rechenoperation durchzuführen, dann wird einem klar, warum das getrennt ist. Die Trennung hat große Vorteile, denn durch diese Trennung ermöglichten wir dem Prozessor gleichzeitig ein EA-Register, also ein Adressregister zu lesen in der EA-Unit und vielleicht wieder zurückzuschreiben, nachdem er es hochgezählt hat, während er auch mit dem Datenregister unten arbeiten kann. Also die physikalische Trennung macht es dem Prozessor leichter, mit zwei Typen von Registern gleichzeitig zu arbeiten. Ist ja logisch, nicht? Ich brauche zwei Hände. Ich kann mit dem einen, der einen Hand was holen, während ich mit der anderen holen kann. Wenn ich jetzt mit beidem immer dasselbe machen wollen würde, dann müssten die quasi durch einen Tunnel gehen mit beiden Händen. Das wäre dann eng, das wäre kompliziert, das würde mich entweder langsamer machen oder den Prozessor wesentlich teurer. Ich müsste mir dann nämlich Tricks überlegen, wie ich zwei Zugriffe auf die Datenregister gleichzeitig mache. Und solche Tricks sind in HTML immer sehr teuer. Die kosten Platz und machen den Chip teuer. Also warum Motorola das gemacht hat, ist, wenn man das weiß, völlig logisch. Die haben durch diese Trennung von Datenregistern und Adressregistern dem 68K die Möglichkeit gegeben, mehr Operationen pro Zeile zu machen und haben dem Programmierer dadurch die Möglichkeit gegeben, luxuriösere Befehle zu haben. Nach der Operation in der ALU haben wir ein Ergebnis. Dieses Ergebnis wird zurückgeschrieben und bei diesem Zurückschreiben wird auch das Statusregister gesetzt mit den Flex da drin. Flex nennen wir die, das sind diese Bits, die uns sagen, dass das letzte Ergebnis 0 war oder nicht 0 oder positiv oder negativ. So, das war jetzt sehr kompliziert. Bitte fragt ruhig. Nicht schämen, wenn das irgendwie jetzt unklar war. Gerne fragen. Ich halte dann auch an, wenn ihr was fragt. Wenn nicht, mache ich jetzt mal weiter. Was macht die ALU? Also wie gesagt, die ALU ist das Hauptrechenwerk im 68K und die kann, wie gesagt, zwei Operanden miteinander verknüpfen und ein Ergebnis erzeugen. Dieses Ergebnis wird auf den zweiten Operand zurückgeschrieben. Das ist diese Zwei-Operanden-Geschichte, die wir vorhin erklärt haben, wodurch die Befehle in der Codierung kurz sind und wir Platz sparen. Unsere Programme kurz und kompakt sind. Wie gesagt, beim 68080 haben wir eine Drei-Operanden-Maschine intern eingebaut. Wir können das Ergebnis auch woanders hin zurückschreiben. Und wir haben auch die Befehle so erweitert, dass man das so formulieren kann. Bei manchen Sachen ist das sehr, sehr hilfreich. Oft bei FPU-Befehlen bringt das viel. Ja, da braucht man das relativ häufig. Und da sind solche drei Operanden-Operationen ein wirklich großer Vorteil. Also deswegen ist auch der 68080 in der FPU sehr stark, weil er da drei Operandenbefehle durchführen kann. Gut, hier gucken wir jetzt mal die ganz normalen Integer-Befehle an. Addieren, multiplizieren, subtrahieren, dividieren, logisch odern, logisch enden, schieben, in dem Fall jetzt links schieben, exklusiv oder rotieren, das ist schieben und ich komme auf der anderen Seite wieder rein, also ich rotiere mir die Bits in einem Register hin und her, das gibt es auch als Befehl, move ist so relativ das simpelste,
nimm einen Wert und schreib ihn irgendwo anders hin. Also ich kopiere einen Wert und irgendwo von A nach B oder ich setze B auf einen gewissen Wert. Das sind so typische Befehle, die ich beim 68K habe und die wir als Assembler-Programmierer immer so schön in Englisch schreiben können. Ja, die ganzen 68K-Befehle haben so schöne Namen. Man kann die natürlich auch, wenn man gutes Gedächtnis hat und Kniffelaufgaben mag, direkt als Zahlen hinschreiben. Ja, also ich könnte dann $4 irgendwas schreiben oder $5 irgendwas und könnte so mein Add und mein Mull machen. Aber das brauchen wir nicht. Das ist vielleicht mal ganz nett, wenn ich ein Spiel knacken möchte, dass ich das so mitlesen kann. Aber in der Regel kann ich als Programmierer die Sachen ja so schön in Englisch schreiben. So, wir haben gesehen, die Pipeline fängt von oben an. Befehl wird geladen, Befehl wird dekodiert. Dann wird ausgerechnet oder angeguckt, was sind meine Operanden, welche Operanden habe ich. Und ich kann ja auch mit Speicher arbeiten. Und wenn ich mit dem Speicher arbeite, wird gegebenenfalls die Adresse berechnet. Und das macht alles die EA-Unit. Und hier können wir uns mal kurz angucken, was so typische Operanden sind, typische Sachen, die der Prozessor uns erlaubt. Ich kann direkt mit einer Zahl arbeiten. Wenn ich das machen möchte, schreibe ich davor dieses Doppelkreuz, dieses Hash. Ja, also ich könnte jetzt Hash 100 schreiben und dann zum Beispiel addiere Hash 100 auf Punkte. Dann addiert er mir den Wert 100 auf die Punkte in meinem Spiel. Das wäre ein typischer Befehl, den ich schreiben könnte. Kann ich in einem Befehl so hinschreiben. Ich weiß, an dieser Stelle möchte ich 100 Punkte hochzählen oder die Punkte um 100 hochzählen. Super. Ich kann als Operand aber auch ein Datenregister auswählen. Wie gesagt, D0 bis D7. Ich habe 8 Stück im 68-0er. 32 Stück hätte ich im 80er. Wenn ich mit dem Speicher rechne oder arbeite, ja, dann gebe ich die Zahl ohne dieses Hash an. Also eine Zahl ohne Hash zeigt aufs RAM. Und dann meine ich nicht mehr den Wert 1200, sondern das, was an Speicherstelle 1200 steht. Dieses Dollarzeichen bedeutet Hex. In der Regel rechnen viele Leute in Hex beim Programmieren. Gerade die Register werden immer in Hex angegeben. Die Adressen. Das ist einfach so, macht so Sinn. Ich kann auf den Speicher mit einem Pointer zeigen. Wie gesagt, ich habe 8 Pointer, wobei normalerweise einer der 8 Pointer für meinen Stack belegt ist. Der Stack ist so wie der Stapel beim Kartenspielen vielleicht, ne, wo ich so ablege, habe ich in der Regel, wenn ich programmiere, einen Speicherbereich, auf dem ich Zwischenwerte ablegen kann, auf dem ich mir was kurz merken kann und da was drauflegen kann und das dann auch wieder runternehmen kann. Das heißt, ich habe so ein, ja, es ist wie beim Kartenspielen, ich kann Karten ablegen da drauf und dann davon wieder zurücklegen, holen. Das ist der sogenannte Stack. Und damit ich mir merke, wo ich da gerade bin und wieder zurückholen kann, habe ich da normalerweise immer das Adressregister 7 drauf zeigen. Ja, also 7 ist per Vereinbarung beim 68K-Programmieren der Stack-Pointer, der auf meinem Stack-Bereich zeigt. Und wir haben beim Programmieren in der Regel auch zwei Stack-Pointer, und zwar einen für User-Programme und einen für Betriebssystem oder für Exceptions. Das heißt, wenn was Besonderes auftritt, jetzt kommt wird ein Byte gesendet auf der Netzwerkkarte und die schreit um Hilfe und ruft den Netzwerkkartentreiber, der muss jetzt sofort her und das Byte muss bearbeitet werden, dann würde ein sogenannter Interrupt auftreten. Das ist ein Signal, also wie eine Türklingel von außen. Hallo, wer mit Amiga, hallo. Ja, ding, 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 dong. Und dann kann der 68K kurz das, was er eben am Arbeiten war, aufhören. Geht mal eben ans Telefon und sagt, ja, hallo, ja, okay. Und fängt an der Stelle im Programm an, weiterzumachen. Das nennt man Interrupt-Behandlung. Und das ist dann sehr, sehr nützlich, dass man für die Interrupt-Behandlung einen anderen Stack-Pointer hat. Das heißt, man braucht nicht den Stack, das User-Programm, das Spiel im Moment benutzt hat zum Beispiel, sondern das Interrupt-Programm hat seinen eigenen Stack, den es da benutzt. Also das ist eine schlaue Idee,
dass es da zwei Stacks gibt, die getrennt sind. Gut, wenn ich mit Pointern arbeite, dann kann ich hoch und runter zählen. Gerade bei so Stacks ist das eine typische Sache. Ich zähle hoch und runter. Ich plusse drauf oder ich ziehe ab. Man sieht hier das Plus dahinter. Das heißt, ich habe den Pointer, der auf die nächste Zahl wirklich zeigt. Und wenn ich jetzt drauf schreibe, dann schreibe ich auch dahin, wo der Pointer genau zeigt, also auf das Byte, wenn in dem Register jetzt 100 steht, in dem Pointer, in dem A0, dann schreibe ich, wenn ich jetzt darauf was drauf hinschreiben möchte, an die Stelle 100. Und danach wird das Register hochgezählt. Ne? Das Register zählt hoch, nachdem ich an die Speicherstelle 100 geschrieben habe. Und das zeigt dann, wenn das jetzt ein Byte war, plus 1 auf 101. Beim Abziehmodus ist es genau andersrum. Da ziehe ich erst ab, flupp. Also ich bin jetzt zum Beispiel auf 101. Ich würde jetzt erst abziehen, auf 100 runterrechnen und würde mir dann den Wert holen, laden von der Speicherstelle 100. Das hat einen logischen Sinn, warum das so gewählt wurde. Das ist wie mit den Spielkarten. Also wenn ich jetzt ablege, ich schmeiße eine Karte auf den Stapel drauf und mein Zeiger zeigt wieder auf das nächste freie Element. Und wenn ich jetzt eine Karte aufheben möchte von dem Stapel, dann ziehe ich als erstes meinen Zeiger runter in der Liste, zeige auf das jetzt auf das belegte, auf die letzte Karte und nehme die dann runter. Also dadurch, dass das eine danach drauf addiert wird und das andere davor abgezogen, habe ich diese Möglichkeit mit diesen Kartenstapeln im RAM wunderbar gelöst. Also das ist die Logik dabei und deswegen macht es Sinn, dass das so gewählt wurde. Ja. Wenn man das nicht weiß, dann kommt es ein bisschen unlogisch vor, warum ist das eine vorher, das andere nachher, aber das hat einen wirklichen Vorteil. Ganz oft, ich habe auch die Möglichkeit, mit einem Zeiger auf ein Stück RAM zu zeigen und dann zu sagen, ja, ich möchte jetzt aber nicht da, wo der drauf zeigt, sondern ich möchte das hundertste Element dahinter. Also ich zeige zum Beispiel jetzt hier auf einem Bildschirm auf den ersten Punkt. Ich möchte aber nicht den ersten Punkt anmalen, sondern ich möchte den hundertsten Punkt anmalen. Dann kann ich das so schreiben wie da unten. Dann sage ich 100, dann Klammern, dann dahinter das Register. Und die AI-Unit wird jetzt das Register nehmen, A0, wird da drauf die 100 addieren. Und das zusammen, das Ergebnis, gibt jetzt die effektive Adresse, die ans RAM angelegt wird. Zum Punkt Lesen oder Schreiben in dem Fall. Ich kann aber auch eine kompliziertere Rechnung machen. Ich kann zum Beispiel sagen, nimm mir einen Adresspointer, der auf meinen Bildschirm zeigt. Ich möchte da aber, dass du mir 10 drauf addierst und ich möchte, dass du den Wert von D0, also was in D0 drin steht, könnte jetzt irgendwas sein, von mir aus 1000, nimmst, das zum Beispiel mit 4 mal nimmst und das dann auch noch drauf addierst. Dadurch kann ich sehr elegant auf Tabellen oder Listen zugreifen und ich kann da multiplizieren mit 1, 2, 4 und 8. Und damit kann ich immer auf Listen zugreifen, in denen zum Beispiel Bytes stehen, Words stehen, Longs stehen oder Quads stehen oder Doubles für Floating Point. Und das ist eine super elegante Sache. Es gibt noch ein bisschen andere Adressierungsarten, noch ein bisschen kompliziertere auch. Die sind dann aber der fortgeschrittene Kurs. Das ist jetzt, sage ich mal, das Grundgerüst, das jeder kennen muss und mit dem man alles machen kann. Die anderen braucht man selten. Ihr könnt jede Demo, jedes Spiel mit diesen Adressierungsarten programmieren, die ihr euch vorstellen könnt. Gut. Also nochmal zum Gedächtnis. Wir fangen an mit Befehl laden. Wir machen als zweiten Schritt den Befehl dekodieren. Als dritten Schritt rechnen wir die Adresse. Manchmal ist die Adresse schon fix im Befehl drin, also wie hier ist das $1200, aber das kann auch oft gerechnet werden und das macht dann die EA-Unit oder sie benutzt die Adresse wie in diesem A0+ und addiert aber zusätzlich auf das Register noch was drauf, je nach Größe 1, 2, 4, 8 und dann reden wir mit dem RAM, holen den Wert, geben den der ALU, die ALU macht ihren Job und nach dem Befehl wird das Ergebnis wieder ins RAM zurückgeschrieben oder ins Register, je nachdem. Das
heißt, ein Befehl beim 68K kann immer mit RAM arbeiten und kann mit RAM lesen und schreiben in einem Befehl zurück. Ich betone das hier so besonders, weil es wirklich was Besonderes ist. Ja? Also wenn ich zum Beispiel das auf PowerPC programmieren möchte, dann würde das alles so nicht gehen. Ich könnte nicht direkt eins auf eine Variable, die im RAM, so wie ein Lebenszähler oder Punktezähler, könnte ich nicht eins einfach drauf addieren. Ich bräuchte einen Befehl, der mir den Punktezähler in ein Register lädt mit einem Befehl. Dann kann ich in dem Register eins drauf addieren. Also ein PowerPC kann nur auf Register addieren, der kann nicht auf Speicher addieren. Und dann kann ich das Ergebnis in einem dritten Befehl wieder zurückschreiben ins RAM. Ich kann natürlich auch mit dem PowerPC so mit RAM arbeiten, aber ich brauche immer mindestens drei Befehle für dasselbe, was ich beim Amiga, beim 38K in einem Befehl mache. Und dann gibt es noch weitere Einschränkungen. Ich kann große Variablen oder auch die Speicherstellen nicht gut angeben. Und teilweise brauche ich dann, um eine Stelle, wie es diese 1200 zu definieren, zwei Befehle, weil ich die nicht in einem Befehl direkt kodieren kann. Und da kann es dann ganz schnell passieren, dass ein einfacher Befehl, der beim 68K, wie gesagt, ein Befehl ist, dann fünf braucht beim PowerPC. So, hier ein paar Beispiele, wie 68K-Befehle aussehen und was die machen. Ich erkläre sie ganz kurz. Und das sind jetzt, wie gesagt, Move ist der Befehl zum Daten setzen, Daten kopieren. Und ich gebe hinter dem Befehl mit Punkt getrennt die Größe an, die dem Prozessor sagt, wie viel er jetzt verarbeiten soll. Soll er ein Byte setzen oder ein Wort oder ein Long? In dem Fall haben wir jetzt hier ein L angegeben, kleines L. Das heißt, wir möchten ein Long kopieren, einen 32-Bit-Wert. Dann haben wir dahinter die Quelle, das ist also 123 und das habe ich als Zahl direkt mit diesem Hash geschrieben. Und hinten dann ist ein Komma, das Komma trennt meine Quelle von dem Ziel. Ich möchte also in das Ziel D0 den Zahlwert 123 reinschreiben. Das macht dieser Befehl. Ich setze D0 auf den Wert 123. Okay? Relativ einfache Sache. Es ist für mich als Programmierer ziemlich logisch. Es steht vorne, was ich machen möchte. Kann ich von links nach rechts lesen. Ich möchte moven. Ich möchte 4 Bytes moven, also ein Long. Den Wert und wohin. Es ist sehr gut lesbar. Zweites Beispiel, addieren. Okay, es steht wieder vorne, was ich machen möchte. Ich möchte addieren. Dann steht die Größe, ein Long. Ich möchte also auf das gesamte 32-Bit-Wert von D0 den Zahlenwert 10 addieren. Also ich zähle 10 auf D0 drauf und speichere das Ergebnis in D0 wieder ab. Ich inkrementiere, also ich erhöhe D0 somit um 10. Ne? Wenn da vorher 500 drin stand, nach dem Befehl steht 510 drin. Braucht man immer sowas, Punkte hochzählen, Koordinate von einem Schuss auf dem Bildschirm hochzählen, ne, wenn der fliegt, addieren. Dann jetzt ein praktisches Beispiel. Ich move ein Wort. Ein Wort sind jetzt 2 Byte. Und das ist jetzt auch komplett ausgeschrieben, die gesamte Länge, die 2 Bytes. Und ich habe es jetzt als direkte Zahl geschrieben, also als Hash. Sagt, ich habe jetzt eine Zahl hier im Befehl embedded. Und zwar habe ich die Zahl als Hex geschrieben. Das Dollarzeichen sagt, ich schreibe die als Hex. Und die Zahl ist 000F. Gut. Was mag das wohl sein? In dem Fall ist das eine Farbe. Und zwar, das ist strahlend blau. Beim Amiga, bei den Farbregistern, ist jedes Nippel, also jede Stelle, gibt einen Wert an. Die erste Stelle ist nicht belegt, die zweite ist rot, die dritte ist grün und die letzte ist blau. Und der kleinste Wert, den ich angeben kann, ist 0. Und der stärkste Wert, den ich angeben kann, ist F. Geht von 0 bis F hochgezählt. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Und F ist in dem Fall die höchste Intensität, also 15. Ich setze blau auf Maximum. Und
wo schreibe ich das hin? Ich schreibe das in das DFF 180 Register. Wir haben ja gelernt, die ganzen Custom Chips sind in den DFF. Das ist jetzt das Hintergrundfarbregister 0, das in der Denise liegt. Ich setze also mit diesem Befehl die Hintergrundfarbe auf strahlend blau. Ja, das ist also sehr, sehr, kann jeder ausprobieren sofort am Amiga, das, was dieser Befehl macht, und ist sofort sichtbar. Ich kann so auch die Lautstärke in einem Paula Audioregister ändern, kann also einen Ton, den ich abspiele, sofort lauter oder leiser machen. So einfach geht das. Ich brauche nur einen Befehl, habe eine Farbe geändert, habe einen Ton lauter gemacht. Das geht sofort, kann ich so mit den Custom Chips reden und denen Kommandos geben. Das ist sehr, sehr nett. Gut, ich kann jetzt aber auch anstatt in meinem Befehl die Zahl schon reinzuschreiben, könnte ich die aus dem Register holen und sagen, was auch immer in den 0 jetzt drin steht, welche Farbe auch immer, welcher Wert, schreibt den mir doch bitte in das Hintergrundfarbregister DFF 180. Das würde jetzt der nächste Befehl machen. Wäre also, ist ein gutes Beispiel, kann man ausprobieren im Assembler, sieht man gleich, was passiert. So, nochmal ganz kurz. Wo DJ Base stellt eine gute Frage. Woher weiß ich, ob ich Word oder Long brauche? Naja, das kommt drauf an. Also die Register beim Amiga sind definiert. Die Übersicht der Register steht auch online bei mir auf der Webseite Apollo Core unter Coding. Geht da mal unbedingt drauf. Da ist eine komplette Liste der Custom Chip Register. Und das ist so in HTML geschrieben, dass man da auf den Namen von dem Register auch klicken kann. Und dann kommt eine Beschreibung hoch, die jedes Bit in dem Register erklärt und auch ein bisschen in Fließtext beschreibt, was das Register macht. Die Farbregister in dem Fall sind als Worte definiert. Die Adressregister, wo die Audiodaten zum Beispiel liegen, die sind als Longworte definiert, also können mehr als 64K ansteuern. Ja. Die möchtest du dann gegebenenfalls als Long beschreiben. Wie deine Daten im RAM liegen, das entscheidest du als Programmierer. Du könntest jetzt den Lebenszähler für deine Raumschiffe in einem Ballerspiel in einem Byte speichern. Dann geht er halt von 0 bis 255 zum Beispiel. Also mehr extra Leben darf man dann nicht sammeln während des Spieles. Wenn man mehr sammelt, würde der überlaufen und würde wieder bei 0 anfangen. Dann stirbt man durch das 256. Extra-Leben, das man aufgesammelt hat. Das ist mir mal bei Kommando auf dem C64 passiert, das war sehr ärgerlich. Das entscheidet man eben als Programmierer, ob man die Daten in einem Byte speichert oder in einem Wort oder in einem Long. Je nachdem, was man da nimmt, umso höher ist der auch der Maximalwert, aber auch so größer wird natürlich mein Programm. Also wenn ich jetzt Dune 2 spiele auf dem Amiga, dieses Strategiespiel, wo ich mit diesen Einheiten da auf dem Wüstenplanet kämpfe, dann sammle ich ja Spice, also das ist ja die Währung. Das ist zum Beispiel als Wort gespeichert, also ich kann in Dune nicht mehr als 65.000 Spice-Geld haben. Und wenn ich mehr sammeln würde, würde das verloren gehen. Das hängt jetzt von jedem Spiel ab, wie es das abspeichert. Wenn man in die Spiele reinguckt, die mal disassembliert und mal guckt, was geht ab, dann merkt man das. Ich habe neulich mit dem Arne Dune gespielt und wir haben im letzten Level uns gedacht, wir helfen uns mal nach. Deswegen weiß ich das jetzt zufällig aus dem Kopf. Aber das hängt sehr vom Spiel ab. Im Amiga in der Regel versuchen die Programmierer effizient zu programmieren. Das heißt, wenn es sinnvoll ist, dann nimmt man auch wirklich nur ein Byte und wenn es nicht nötig ist, nimmt man nichts Größeres. Und deswegen sind die Programme auch effizient und klein und kompakt. Und auch das Amiga-Betriebssystem ist so geschrieben, dass es die Werte, die man mit die Koordinaten auf dem Bildschirm oder so, die nehmen immer Worte. Damit kann ich definieren jetzt, also mein Mauszeiger kann bis 65.000 zählen. So groß könnte maximal mein Bildschirm sein, aber auch nicht größer. So große Monitore mit so einer Auflösung gibt es nicht.
Es ist also sehr sinnvoll, das so zu machen. Man hätte da jetzt auch ein Longword verschwenden können und sagen, ja, ich habe vielleicht mal einen Monitor, der 4 Milliarden Pixel pro Zeile hat. Aber das wäre Speicherverschwendung gewesen und das hätte dann auch jedes Programm, das in dem Amiga-Betriebssystem betroffen oder programmiert ist, müsste dann an der Stelle 2 Byte verschwenden. Und es gibt Betriebssysteme, die sind ein bisschen dumm, die rechnen so. Ich sage jetzt keine Namen, aber beim Amiga hat man prinzipiell oder versucht, die Programmierer dazu anzuleiten, nimm die Größen an Gefäße, die Sinn machen. Du musst Schnaps nicht aus Maßgläsern trinken, du kannst auch Schnapsgläser dafür benutzen. Ja. Nimm das, was an der Stelle am meisten Sinn macht, dass deine Programme auch klein und effizient bleiben. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel gemacht, um anzugeben, nee, um zu zeigen, wie der Fortschritt im achten in der Prozessorentwicklung ist. Der Befehl, der da steht, kann man leicht sehen, addiere ein Long, das auf Speicherstelle 8000 Hex steht und addiere auf das Long den Wert 100. Also addiere 100 auf Speicherstelle 8000 und speichere das Ergebnis danach wieder in 8000 ab. Das ist ein einfacher Befehl, kann ich auf dem 68K in einer Zeile so schreiben. Der Befehl ist jetzt aber lang. Ne? Also der Befehl ist in der Codierung, muss im RAM drin stehen, du bist ein Addierbefehl und du bist ein Long und da muss die 100 drin stehen und da muss die 8000 drin stehen. Alles in dem einen Befehl. Also sowohl Quelle als auch Zieladresse müssen damit rein. Und deswegen wird so ein Befehl lang und dauert schon mal lang zum Laden aus dem RAM. Ne? Wir haben besprochen, dass ein 68K verschiedene Befehlslängen haben kann. 2 Byte, 4 Byte, 6 Byte, 8 Byte, 10 Byte. Das wäre jetzt ein Befehl, der es 10 Byte in der Codierung hat. Also allein diesen Befehl laden braucht eine Zeit. Der muss nämlich 10 Byte aus dem RAM laden, der Prozessor. Und danach muss er den Wert aus diesem 8000 laden, dann addiert er da die 100 drauf und dann muss er den Wert zurückschreiben. Er braucht also dafür wieder RAM-Zugriffe. Und deswegen braucht ein 68-Nuller dafür 32 Takte, um den Befehl auszuführen. Ja, ein Befehl, aber braucht relativ lang. Früher in diesen 68K-Büchern waren dann auch so Tabellen, die das alles erklärt haben, wie viele Takte braucht welcher Befehl. Und wenn ich da jetzt diese oder jene Adressierungsart nehme, wird er dann ja länger. Und wie viele Takte braucht er dann? Und dann konnte man so als Programmierer so ein bisschen überlegen, ja, wenn ich das jetzt in ein Register packe, dann kann ich da halt schneller richten, ist der Befehl kürzer. Und dann hat man so Clocks gecountet, ja, also als Demo-Programmierer war es dann immer ein Anliegen, dass man mehr Sterne in der Sternenroutine hatte als die anderen oder noch mehr Linien gezeichnet hat als die anderen. Und damit das eben schneller ging, hat man sich die Schulpausen verbracht in der Schule mit dem Bleistift im Block, ich zumindest, und hat so rumgerechnet, wie man die Routine noch 20 Zyklen schneller machen konnte. Ja, das war damals sehr wichtig, wenn man coole Demos schreiben wollte. Heute ist das nicht mehr so wichtig, denn der 68080, der kann selbst die längsten Befehle und die kompliziertesten in einem Takt ausführen. Ich brauche da nicht mehr so hoch optimieren. Der Prozessor nimmt mir so viel Arbeit jetzt ab, dass ich mich darauf konzentrieren kann, das Problem elegant zu lösen. Man sieht diese Entwicklung hier sehr schön. Auch der 20er und 30er sind schneller geworden. Also haben denselben Befehl in weniger Takten geschafft als der Nuller. Der 40er und der 60er wurden auch schneller. Der 60er ist im Verhältnis zum 40er ein bisschen enttäuschend, vielleicht von Programmiererseite, denn der 40er war eigentlich schon sehr effizient und sehr gut und der 60er wurde nicht so viel besser. Was beim 60er viel gebracht hat als Programmierer, war, dass er einen höheren Takt erreicht hatte. Ich habe im 40er, im 4000er damals nur 25 MHz gehabt und habe dann später eine 60er Karte mit vielleicht 50 MHz gehabt, die war einfach doppelt so hoch getaktet. Dadurch war der 60er schon mal schneller. Pro Befehl ist er nicht immer schneller als der 40er. Manchmal, aber nicht immer.
Der 60er kann unter gewissen Voraussetzungen 2 Befehle pro Takt ausführen. Das ist sexy, das ist toll. Das konnte der 40er nicht. Der konnte halt nur einen Befehl pro Takt ausführen. Bestenfalls. Meist oft hat er mehr als einen Takt, also je nach Befehl, gebraucht. Gerade der 68-0er, der hat immer mehrere Befehle pro Takt gebraucht. Diese Pipeline, die wir vorhin gesehen haben, also dieses Ausführen der die Schritte, die ein Befehl durchläuft, hat der 68-0er wirklich für einen Befehl nacheinander gemacht. Er hat das oben angefangen, hat ihn geladen, dann hat er dekodiert, dann hat er die DEA gerechnet, dann hat er die Quelle geladen, dann hat er die ALU-Operation gemacht und hat das Ergebnis zurückgeschrieben. Und deswegen hat er mehrere Takte gebraucht, um einen Befehl auszuführen. Da gab es ein bisschen Überlappung, also während er den einen Befehl gerechnet hat, hat er schon den nächsten versucht zu laden. Da war also eine Teilüberlappung da, aber die war minimal. Und diese Überlappung wurde besser mit dem 20er und die wurde noch besser mit dem 40er. Im 40er, da haben wir dann einen Befehl in einem Takt gemacht und im 60er auch. Und das geht nur dadurch, dass die CPU voll gepipelined ist. Das bedeutet, der erste Befehl wird geladen. Okay, und wenn der erste Befehl geladen ist, dann geht der Befehl an die Dekodiereinheit und der zweite Befehl wird jetzt geladen. Und während der erste jetzt von der Dekodiereinheit an die EA-Einheit geht, geht der zweite Befehl an die Dekodiereinheit und der dritte wird geladen. Also ich rutsche jeden Takt einen Befehl durch diese Pipeline durch und arbeite dadurch an vielen Befehlen gleichzeitig. Das macht den Prozessor natürlich komplizierter, aber wesentlich schneller. Und der 60er hat das wirklich gut gemacht und der 60er fing an, auch Einheiten doppelt zu haben. Der konnte dann auch wirklich, der hatte 2 ALUs und der konnte 2 Befehle auch gleichzeitig laden und konnte 2 Befehle auch gleichzeitig ausführen in 2 ALUs, wenn die gewisse Richtlinien erfüllen. Die Befehle durften natürlich nicht abhängig sein. Das heißt, ich kann nicht einmal auf D0 was addieren und im nächsten Fall was subtrahieren. Das geht natürlich, kann ich nicht gleichzeitig ausführen, kommt ja was Falsches raus. Da muss der eine auf den anderen warten. Aber ich könnte zum Beispiel gleichzeitig was auf D0 addieren und was auf D5 addieren. Die beiden Befehle könnte ich gleichzeitig ausführen. Und der 80er hat das auch. Der kann auch 2 Befehle gleichzeitig ausführen. Der hat also die Pipeline, die wir da oben sehen, doppelt ausgeführt. Nebeneinander liegen. Und der kann genau genommen bis zu 4 Befehle gleichzeitig dekodieren. Der ist sehr breit, sehr stark und sehr mächtig. Und deswegen ist der 80er so viel schneller als alle anderen vorher. Aber das ist jetzt einfach nur mal so zur Info. Das braucht ihr jetzt beim Programmieren zu Anfang nicht unbedingt berücksichtigen. Wer am Amiga 500 Programmieren gewöhnt hat oder was machen möchte, was für ein Amiga typisch ist, wird sowieso so viel Geschwindigkeit am 80er haben, dass er sich über solche Sachen erstmal nicht den Kopf zerbrechen muss. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz noch ein paar Beispiele geben. Also wir haben größere Beispiele auch auf der Webseite abgebildet. Der Arne hat in seinen Videos, ich weiß nicht, ob ihr die alle gesehen habt, wenn nicht, dann kann ich das empfehlen. Er hat so ein paar YouTube-Videos gemacht, in dem er gezeigt hat, wie einige so Amiga-typische Demo-Effekte oder so Screenshoner-Effekte oder so ein Fraktal gerechnet, wie das alles so ausschaut auf dem Bildschirm. Und den Code zeigt er da in einem YouTube-Video einmal so durchscrollen. Wer mag, kann das auch anhalten in dem YouTube-Video und abtippen. Das ist gar nicht so schwer. Wer dazu das nicht mag, kann sich die Source-Codes auch bei uns von der Webseite runterladen. Gerne auch direkt von der V4. Ihr könnt mit AWeb das runterladen. Das ist gar kein Problem. Und die V4 wird ja auch ausgeliefert mit Assembler dabei. Den kann man also die Source-Codes auch gleich kompilieren und benutzen. Gut, um die zu verstehen, gehen wir jetzt mal ganz kurz durch ein paar Beispiele durch und erklären dabei die Befehle. Wir werden jetzt ein paar ganz, ganz einfache Beispiele machen. Wem, wie gesagt, diese Beispiele zu langweilig sind oder wer die dann komplett verstanden hat, kann gerne auf die Seite gehen, auf die Coding-Snippets, sich da Sachen runterladen und ausprobieren, ein bisschen dran rumspielen, ändern, gucken, was rauskommt. Hier machen wir einen kleinen Regenbogen. Also das ist immer ganz nett, einen Regenbogen malen auf dem Amiga. Kennen wir ja von zum Beispiel Parkprogrammen.
in der Regel, wenn so ein Packer entpackt, ist es oft so, dass der so den Bildschirm so einen Regenbogen macht. Bei so einem Packen oder Entpacken hat auf dem C64 oder auf dem Amiga ewig gedauert. Und damit man nicht das Gefühl hat, der Amiga ist gerade gestorben, sondern noch die 10 Sekunden wartet, hat man da ganz gern den Bildschirm bunt gemalt. Gut, was machen wir? Wir haben als erstes den Move-Befehl. Und der Move-Befehl schreibt jetzt eine Zahl in das Datenregister, die 0. Und er schreibt in dem Fall ein Wort, also 2 Byte, und setzt die auf den höchsten Wert FFFF, den man in einem Wort haben kann. Das ist jetzt 65.000 in FF geschrieben. Dann haben wir eine Markierung, ein Label. Das wird kein Befehl, das ist einfach nur eine Stelle für den Compiler, für den Assembler, die man mit einem Namen benannt hat. Ganz wichtig bei dem Programm hier ist die Einrückung. Wir sehen, dass das Label Loop ganz links steht, der Befehl aber um einen Tab eingerückt nach rechts steht. Das ist das ungeschriebene Gesetz, wenn man Assembler-Programme schreibt. Man schreibt die Labels ganz nach links. Die Befehle dürfen nicht links anfangen. Die müssen getrennt sein, nach rechts verschoben durch ein oder mehrere Tabs. Wer das vergisst und die Tabs nicht vor dem Befehl schreibt, der macht aus dem Befehl ein Label. Also, wenn ich das bei dem Move machen würde, dann würde mir der Assembler sagen, ja, das ist aber ein komisches Label mit einem Komma drin, das kapiere ich nicht, der würde mir eine Warnung geben. Wenn ich das jetzt aber bei dem RTS vergesse und da den aus Versehen ganz nach links schreiben würde, dann würde der Assembler das schlucken und sagen, na, dann heißt das Label halt RTS, ja, ist ja auch ein schöner Name, nicht? Und würde gar nichts meckern. Und mein Programm würde jetzt aber nicht so richtig funktionieren, weil der Befehl fehlt. Er hat jetzt einfach nur ein Label draus gemacht und der Befehl wäre weg. Dann RTS ist ein wichtiger Befehl und ohne den würde das Programm nicht tun, beziehungsweise würde nicht beenden. Und also da bitte immer dran denken, Befehle müssen eingerückt sein. Gut, aber jetzt nochmal von vorne. Wir haben den ersten Befehl, Move-Befehl, setzt das Register auf 65.000. Dann kommt eine Markierung, hier möchte ich einen Loop machen. Ich könnte den Namen aber beliebig nennen. Ich könnte da jeden Namen hinschreiben, den ich möchte, muss nicht Loop stehen. So, jetzt schreibe ich den Inhalt von dem Register D0 auf DFF 180. DFF 180 hatten wir heute schon mal benutzt. Das ist das Hintergrundfarbregister in der Denise. Ich setze jetzt also die Hintergrundfarbe auf FFFF. Da würde jetzt weiß rauskommen. Dann führe ich den Befehl Debra aus. Debra ist ein Luxusbefehl, der zieht von D0 1 ab. Und wenn D0 noch nicht durch runtergezählt hat auf minus 1, springt er wieder hoch zu dem Loop. Also ich würde jetzt von D0 1 abziehen, dann steht FFFE drin. Und dann springt er hoch an das Loop-Label und führt den Move nochmal aus. Jetzt schreibt er also FFFE an die Hintergrundfarbe. Dann zählt er wieder 1 ab und springt wieder nach oben. Jetzt habe ich FFFD. Dadurch ändert sich mein Farbanteil für den Blauwert. Mein Blau, was vorher ganz stark war, zählt jetzt runter, bis es schwarz wird. Und dadurch ändert sich die Farbe meines Punktes. Dann würde die Stelle weitergehen. Das heißt, mein Grünanteil würde runtergehen. Mein blauer Teil springt wieder hoch. Und so geht das dann immer hin und her. Ich kriege einen richtigen Regenbogen auf die Art und Debra hört auf, nachdem die Schleife 65.000 Mal durchlaufen ist. Dann kommt RTS, das ist Return from Subroutine. Arne übersetzt das ganz gern mit einem Elvis-Lied, Return to Sender. Das heißt, wenn ich in einem Unterroutine war, in einem Programm, kann ich immer wieder zurückspringen an da, wo ich herkam, mit einem RTS. Mein Programm, das ich als erstes starte, wenn ich das ausführe in meinem Assembler und auf den RTS springe, bin ich wieder im Assembler zurück. Also bitte
oder Lehrbeispiele, die ihr programmiert, immer mit dem RTS enden, dann hört euer Programm auch auf. Sonst hört es nicht auf, denn die CPU weiß ja nicht, bis wohin ihr euer Programm geschrieben habt. Und alles, was dahinter im RAM steht, egal ob es Befehle sind oder nur Schrott, wird weiter von der CPU ausgeführt, brav und wie sie ist. Und springt nicht zurück. Ja? Führt dann Müll aus, rennt durchs gesamten Bildschirmspeicher vielleicht. Euer System könnte dann vermutlich crashen. Also bitte nicht vergessen, jedes Programm mit RTS zu beenden. Omo hatte noch eine Frage gestellt. Werden zukünftige praktische Übungen hier nur auf der V4 funktionieren? Oder kann ich da als V2-Besitzer auch mit programmieren? Ja, also wir werden, also die Beispiele, die wir jetzt hier gerade angeschaut haben, das sind jetzt normale 68.0er Befehle, die so auch auf dem Amiga 500 gehen. Also das ist ein Beispiel mit dem Regenbogen. Das kann ich auf dem Amiga 1000 genauso programmieren wie auf der V4. Das benutzt jetzt überhaupt keine besonderen Features. Wir werden später bei einigen Beispielen vielleicht, also heute nicht, aber in Zukunft werden wir vielleicht ein Spiel programmieren, was ein paar Features der V4 benutzt. Das macht dahingehend Sinn, dass die V4 16-Bit Audio abspielen kann. Und das, wenn man Musik in 16-Bit Audio abspielt, dann klingt es einfach besser als in 8-Bit. Und die V4 ist einfach luxuriöser. Die hat unendlich RAM. Also ich habe 500 MB RAM. Kann also wirklich ein super schönes Lied in CD-Qualität wirklich genauso hochwertig wie von der CD-HiFi-Anlage abspielen. Aber so ein Lied braucht dann auch relativ viel RAM. Und so ein Lied kann ich jetzt nicht im Amiga 500 abspielen, da habe ich nicht genug Chip-RAM für, ganz abgesehen davon, dass er auch nur 8-Bit abspielen kann. Aber da fehlt mir dann auch das RAM, um so ein hochqualitatives Lied abzuspielen. Genau, also da muss man dann Kompromisse machen und ich denke, sich dann Bein auszureißen und mit den Kompromissen rumzukämpfen, macht es dann auch komplizierter für die Beispiele. Wir werden also in den noch viele einfache, kleinere Beispiele machen, aber irgendwann werden wir eine Demo und auch ein Spiel programmieren und da machen wir uns das Leben dann auch leicht und benutzen die tollen neuen Features. So, also wir haben jetzt einen tollen Regenbogen gemacht. Jetzt machen wir mal ein anderes kleines Beispiel. Und dieses Beispiel, ja, in der Schule würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt hier auf irgendeinen zeigen und der müsste mir das jetzt sagen und erklären, was das Beispiel wohl macht. Ich klappt jetzt leider hier nicht bei diesem Online-Kurs so einfach. Darum muss ich das erklären. Also es ist wieder ein Label, es fängt mit einem Label an diesmal und dahinter ist der erste Befehl. Der Befehl ist ein Clear-Befehl. Clear heißt, ich möchte dieses Ziel, was ich da bestimme, löschen. Ja, das ist also dasselbe, als wenn ich Nullen da rein moven würde. Ich kann Clear auch komplett ersetzen, indem ich Move und jetzt $0000 nach DFF 180 schreiben würde. Warum gibt es den Clear-Befehl, wenn der Move-Befehl das auch kann? Naja, ganz klar. Der Move-Befehl kann ja jede Zahl move'n. Und weil der Move-Befehl jede Zahl move'n kann, steht die Zahl im Befehl mit kodiert drin. Das heißt, wenn ich eine 0 move'n will, muss die im Speicher auch stehen, die 0. Und mein Programm wird größer dadurch. Ja? Und das macht mein Programm fett und auch ein bisschen langsamer mitunter. Und die Motorola-Entwickler waren sehr darauf erpicht, den Prozessor zu optimieren, dass ich besonders kurze und auch schnelle Programme kriege. Und die haben sich natürlich gesagt, was kommt denn ganz häufig vor? Ganz häufig kommt vor, dass ich was nullen möchte. Das ist klar. Und dann haben sie dem einen eigenen Befehl spendiert, der es mir ermöglicht, einen Wert auf 0 zu setzen. Und da brauche ich jetzt den Wert 0 nicht mit
immer mit abspeichern. Dadurch wird das Programm kürzer, als wenn ich Move 0 nach irgendwas mache. Der 68K hat oft solche Spezialbefehle, die etwas schneller oder kürzer machen, was ich auch mit einem anderen längeren Befehl erreichen könnte, die ich aber einsetzen kann, um mein Programm kürzer und kompakter zu machen. Das ist eine besondere Eigenart des 68K. Ja, ich habe nicht nur einen Additionsbefehl, sondern ich habe auch einen Additionsbefehl Quick. Der kann auch nur ganz kleine Zahlen addieren, aber das kommt ganz häufig vor, dass ich mit kleinen Zahlen arbeite. Also eine 1 addieren, um 1 hochzählen oder mal eine 2. Also der kann auch um 8 hochzählen, bis 8 maximal. Dass ich sowas machen möchte, ist überproportional häufig in Programmen. Und deswegen haben die dafür extra einen besonderen Befehl entwickelt, um dieses noch effizienter und kleiner und kompakter ablegen zu können im Befehlscode. Das heißt, 68K CPU verfügt über besonders viele Befehle, die sich teilweise überlappen in ihren Fähigkeiten, die es dem Programmierer aber dann ermöglichen, die optimalste oder schnellste, kleinste Version einzusetzen. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, euch als User oder Programmierer, aber 68K-Programme sind super klein. Und gerade am Amiga sind die Programme super, super klein. Da man immer die Betriebssystemfunktionen aufrufen kann, ohne alles nochmal selber programmieren zu müssen, kann ich da also ganz leicht drauf zugreifen, auf die Betriebssystemfunktionen. Das macht meine Programme an sich sehr, sehr schmal. Und weil ich so hochkompakte Möglichkeiten habe, wie jetzt hier den Clear-Befehl, werden meine Programme klein. Ja, deswegen kann man beim Amiga mit in Häkchen so wenig RAM, wie der Amiga 500 hat, auch so unheimlich viel machen. Wenn ich jetzt einen Power-PC gehabt hätte oder so ein ARM-RISC-Ding wie im Archimedes, dann hätte ich mit dem RAM, das der Amiga hatte, nur die Hälfte anfangen können. Weil meine Programme furchtbar groß sind, würde ich die Spiele gar nicht programmiert, hätte ich die niemals programmiert gekriegt im Amiga 500, dieselben Spiele. Weil meine Programme einfach doppelt so groß geworden wären. Oder dreimal so groß. Und das heißt, die Wahl des 68K hat es überhaupt nur ermöglicht, mit der Menge RAM das zu erreichen, was der 68K erreicht. Da haben wir noch eine Frage. Könnte man die Sounddaten von der Festplatte streamen, um weniger RAM zu verbrauchen? Oder wäre da der Zugriff zu langsam? Ja, das geht heutzutage schon. Man kann Sounddaten von der Festplatte streamen, aber die Festplatte streamt nicht allein. Ja, ich muss das Streamen programmieren. Ich muss blockweise, jetzt lade ich mal wieder einen Block und den kopiere ich dann ins RAM, während das andere RAM ausgegeben ist. Das heißt, ich müsste eine Sekunde RAM, den ich abspiele, im RAM halten. Und während ich die Sekunde abspiele, lade ich mit programmiertem Code nebenher die zweite Sekunde. Und ich muss dann im richtigen Moment die Hardware umschalten, dass die da, wo sie gerade war mit der ersten Sekunde, bei der zweiten Sekunde anfängt abzuspielen. Ich muss also den Audioschip quasi umprogrammieren, dass der an der zweiten Sekunde weitermacht. Und während er an der zweiten Sekunde abspielt, muss ich die dritte Sekunde laden. Wo lade ich die hin? Am besten in den Platz, wo ich die erste Sekunde geladen habe. Also habe ich zwei RAM-Bereiche, die ich immer hier lade, da spiele, hier lade, da spiele, hier lade, da spiele. Das kann man alles programmieren. So funktioniert zum Beispiel Riva, der Videospieler. Der Riva-Videospieler lädt und abspielt und dekodiert parallel in verschiedenen Buffern. Und während er den einen Buffer dekodiert, das Video, lädt er den anderen wieder voll. Das ist aber für ein erstes Programmierbeispiel ein bisschen kompliziert und das macht ihr vielleicht nach der 10. Session oder so, aber zu Anfang machen wir das nicht. Und das Schöne, finde ich, am Saga-Chipset ist, dass wir gerade in den neuen Karten so viel RAM haben hier. Ja, also ich habe jetzt 500 MB RAM. Ich kann hier wirklich riesige Audiodaten, riesige Grafikdaten, riesige Spieldaten komplett ins RAM laden. Meinen kompletten Level, von mir aus auch alle Level bei dem Spiel, und kann die einfach abspielen. Und das macht mein Programmieren dann doch wirklich einfach. Ja, ich brauche nicht solche
komplizierten Sachen mir ausdenken, dass ich während ich spiele, nebenher noch so Lieder hinterherlade und so. Das macht es alles furchtbar kompliziert. Und gerade als Programmierer, ich weiß nicht, wie es euch geht, Familie hat und Arbeit, hat man ja vielleicht nicht jeden Tag 48 Stunden Zeit zum Programmieren, vielleicht auch nicht mal 24. Und wenn man sich das Leben da ein bisschen leichter machen kann und das Spiel, das man immer mal programmieren wollte, egal ob das jetzt Tetris oder Quake oder was auch immer ist, wenn man das aber leichter programmieren kann und dann wirklich so ein Spiel vielleicht an 2 Wochenenden, ein einfaches Spiel oder vielleicht auch in den Sommerferien mal im Urlaub in der Woche hinkriegt, dann ist das für mich ein großer Vorteil. Und wenn man sich auf gut Deutsch ein Bein ausreißen muss, um solche Kniffe da zu machen, dann kann das für den unerfahrenen Programmierer auch schon mal eine Woche dauern, bis er seine Soundroutine perfekt und ohne Stottern fertig hat. Und das ist dann doch irgendwo schade. Die Woche hätte ich doch eigentlich ein fertiges Tetris komplett programmieren können. Also so geht's mir. Ich finde, die Erleichterung ist gut. Aber da kann jeder... Es gibt auch Leute, die lieben es, ein C64-Spiel zu programmieren. Und ich habe mich letztens mit einem unterhalten, der programmiert seit 4 Jahren an einem C64-Spiel. Das ist auch eine Art von Hobby, aber das kann jeder selber entscheiden. Aber jetzt zu unserem kleinen Mini-Programm. Gut, wir löschen das Hintergrundfarbige. Wir löschen, das bedeutet, wir schreiben 0 rein, das bedeutet, der Bildschirm wird schwarz. Aber sofort danach schreiben wir eine andere Farbe rein. Wir schreiben in dem Fall 0F00 rein. Und hier gibt es keinen Sonderbefehl, um 0F00 abzuspeichern. Das ist jetzt halt eine beliebige Zahl, dann nehme ich den Move-Befehl. Ne? Und das wäre in dem Fall rot. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Ein klein wenig, bevor das Rot ankam auf dem Bildschirm, ne, im Hintergrundregister. Der Bildschirm bewegt sich ja die ganze Zeit. Pixels werden die ganze Zeit ausgegeben. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht 2-3 Pixel schwarz und jetzt wird es rot. Jetzt frage ich BFE001 ab. Das ist jetzt ein anderes Chip. Das ist jetzt nicht Denise, Paula und Agnes. Und das ist ein ZIA. Die ZIA sind die Ein- und Ausgabe-Pufferchips, die wir schon im C64er hatten, die auch im Amiga benutzt werden. Und da sind Timer drin. Und da ist die Maus angeschlossen. Und auch der Parallelport zum Beispiel. Und ich sehe jetzt in dem Register, einfach kann ich nachprüfen, ob der Mausknopf gedrückt ist. Das muss man jetzt natürlich wissen. Das steht im Hardware-Referenz-Manual auch wunderbar erklärt. Das ist überhaupt eine super Referenz. Kann ich jedem immer empfehlen, sich davon eine Kopie anzuschaffen. Und der Befehl, den wir da benutzen, heißt Bit-Test. Teste ein Bit. Das ist ja schon sehr sprachlich klar, was der macht. Ich prüfe ein Bit, und zwar das Bit 6 in dem Fall, in dem Register. Also wenn ich im Amiga-Handbuch nachgucke, in BFE001 im Bit 6 ist der linke Mausknopf, dann kann ich das in einem Befehl so wunderschön reinschreiben. Prüfe mir bitte den linken Mausknopf quasi. Ne? Das kann ich wunderbar im 68K ja immer schreiben. Ich will jetzt nicht lästern, aber ich denke, ein Vergleich ist immer gut. Wenn ich jetzt das zum Beispiel bei einem anderen Prozessor machen wollen würde, vielleicht ein RISC-Prozessor, dann müsste ich mir den laden mit einem Load-Befehl, den BFE-Wert, in ein temporäres Register. Dann müsste ich mir eine Maske bauen, die dieses eine Bit wegmaskiert. Müsste jetzt eine logische Operation bauen, zum Beispiel ein AND. Und dann gucken, habe ich dieses Bit jetzt wegmaskiert, also ich maskiere alle anderen weg und dann teste ich, ob das Ergebnis 0 ist und dann weiß ich, das eine Bit war gesetzt. Mehrere Befehle, total unleserlicher Code, weiß keiner, was man wollte. Hier weiß ich auch morgen noch, wenn ich mein Programm angucke, ich habe Bit 6 getestet, ja, genau. Und wie man sieht, Kommentare kann man in Assembler wunderbar schreiben. Macht man Semikolon, schreibt man Kommentar dahinter. Also wir testen jetzt den linken Mausknopf. Und wenn er nicht gedrückt ist, dann springen wir nach
oben. Das heißt, diese Routine wird jetzt den Hintergrund schwarz-rot setzen und wiederholen, so lange, bis wir den Mausknopf drücken. Das heißt, wir malen jetzt schwarz-rote Streifen auf dem ganzen Bildschirm voll, bis wir den Mausknopf drücken und dann kommt der nächste Befehl dran, Return to Sender, komme zurück aus dem Unterprogramm und dann sind wir wieder im Assembler. Unser Programm ist beendet. Also jedes unserer Programme beenden wir mit RTS. Labels, der Romo stellt eine gute Frage, brauchen wir hinter dem Label einen Doppelpunkt, ja oder nein? Nein, brauchen wir nicht. Wir können ein Label, das ist Auslegungssache des Assemblers, will ich mal sagen. Man kann Doppelpunkt schreiben, muss man aber nicht. Man kann auch vorne einen Punkt als erstes schreiben. Wenn man Punkte als erstes schreibt, dann ist es ein lokales Label und das hat nur eine Gültigkeit in zwischen den Labels ohne Punkt. Also wenn ich eine Unterroutine habe, lösche mir den Bildschirm, dann könnte ich in der Unterroutine zum Beispiel eine Routine haben, die heißt Loop und ein Loop-Label, also eine Loop-Schleife. Ich könnte auch irgendwo in meinem anderen Programm haben, setze mir den Bildschirm und auch die könnte ein Loop-Label haben. Wenn ich die jetzt einfach nur so Loop schreibe, dann würde mein Assembler zu Recht sagen, ja, welches Loop meinst du denn? Ich habe zwei Loops gefunden in deinem Programm. Und damit ich das aber schön und klar einfach nur Loop nennen kann und nicht Loop 1, Loop 2, Loop 3, Loop 75.000, kann ich die immer lokal sagen. Das heißt, in dieser Routine lösche Bildschirm oder lade Musik oder so, habe ich jetzt einen Loop und der gilt, dieser Loop ist der Loop in der Routine und dann mache ich da einen Punkt bei dem Label und auch bei dem Aufrufen Punkt und dann ist damit gemeint der lokale. Ne? Also bei dem Branch würde ich dann auch das Label in dem Fall mit Punkt anfangen. Lassen wir uns nochmal über die Befehle gehen. Clear, lösche etwas, kann man schön aus dem Englischen verstehen. Move, kopiere etwas. Bit Test, ist auch sehr lesbar. Der Branch-Befehl bezieht sich auf das Ergebnis des vorigen Befehls. Hat der Mausknopftest geprüft? War das jetzt gedrückt? War das 0 oder war das nicht 0? Und ein Branch hat dahinter immer zwei Buchstaben, die sich darauf beziehen. Ich könnte jetzt Branch auf Equal, also Branch wenn 0 machen. Oder Branch wenn Not Equal, nicht 0. Ich könnte auch Branch größer 0 oder kleiner 0 machen. Da gibt es verschiedene Abkürzungen und damit kann ich mich auf die Vergleiche beziehen. Und wie gesagt, in unserem Coding Online-Tab steht dazu auch mehr. Da werden die Befehle alle nochmal erklärt im Detail. Ist immer ein gutes Nachschlagen. Hier möchten wir mal ganz kurz über die wichtigsten Befehle gehen. Die der 68K hat, der Move-Befehl. Wir haben heute so viel mit dem Move-Befehl gearbeitet, der ist so super praktisch, den brauchen wir auch ganz oft. Wenn wir mit den Custom-Chips reden, Volume setzen wollen oder Farben setzen oder Sprites, wir benutzen oft den Move-Befehl, um den Amiga Custom-Chips Befehle, Instruktionen zu geben, ihnen zu sagen, was sie machen sollen. Addieren, subtrahieren, natürlich brauchen wir auch ganz häufig. Wir rechnen oft mit Punkten, Leben, Koordinaten auf dem Bildschirm, die wir hoch oder runter zählen. Multiplizieren, das können wir auch, das macht der Mul-Befehl. Wir können auch dividieren, dazu gibt es den Divide-Befehl. Wir können auch zwei Zahlen vergleichen, das macht der Compare-Befehl. Ja? Also ist meine Koordinate von meinem Schuss schon, entspricht die jetzt dem Bildschirmrand? Ja, fliege ich jetzt x-mäßig mit meinem Laser über raus, über den sichtbaren Bereich, kann ich vergleichen, bin ich schon drüber rausgeflogen, okay, dann male ich den Schuss halt nicht mehr, dann kann ich den recyceln. Braucht man sehr häufig einen Compare. Gut, was gibt es noch? Nach dem Compare haben wir in der Regel einen Sprung, ja. Ich vergleiche und dann entscheide ich, mache ich an der Stelle im Programm weiter oder gehe ich woanders hin.
sind die Leben verbraucht, gehe ich jetzt zur Game-Over-Routine. Und das mache ich mit einem Sprungbefehl, einem Branch. Und der Branch hat dahinter, wie gesagt, die Bedingung bei 0, wenn, also wenn equal, equal bedeutet 0, not equal, also nicht 0, das Ergebnis war. Also wenn ich zwei Zahlen vergleiche, wenn die equal, also wenn die gleich sind, dann ist es ja, als wenn ich die beiden Zahlen voneinander abziehe, kommt 0 raus. Ne? So kann man das sich merken. Also wenn beim Subtrahieren 0 rauskommt, dann sind die beiden Zahlen auch gleich und dann springe ich auf equal. Und größer und kleiner, greater und lesser. Ich kann die auch kombinieren. Ich kann sagen größer equal, also GE, also springe wenn gleich oder größer. Damit habe ich sehr viele Möglichkeiten, meine Sprünge zu machen und meine Vergleiche. Debra als mächtigen Schleifenbefehl haben wir schon angeschnitten. Debra kann eben einen Schleifenzähler runterzählen und kann die Schleife springen, solange der Zähler noch nicht runtergelaufen ist. Er macht also mehrere Sachen auf einmal. Ich könnte das auch mit einem Sub und einem Branch in zwei Befehlen quasi machen. Debra kann sogar noch mehr. Ich kann in Debra noch eine zusätzliche Bedingung reinmachen. Ich kann also sagen, zähle den Zähler runter und gehe hoch. Außer der vorige Befehl zum Beispiel hat eine 0 als Ergebnis gehabt, dann gehe aus der Schleife raus. Also das würde ich an db equal schreiben. Das ist manchmal sehr praktisch. Ich könnte so zum Beispiel irgendwas im RAM suchen. Also ich habe neulich, als ich mit Arne die Punkteanzahl in Dune gesucht hatte, in unserem Upsafe-File, da haben wir das Upsafe-File einmal durchsucht. Das hatte 50.000 Byte Länge und wir haben diese Anzahl an Spice gesucht und haben im Prinzip nur ein Compare gemacht und der hat jetzt, ich glaube, wir hatten noch 500 Spice oder so, der hat also die Zahl 500 im RAM gesucht und hat so lange wiederholt, bis unser Zähler, den wir auf 50.000 gesetzt hatten, bis der am Ende ist oder bis wir das Ding gefunden hatten. Also wenn der vorige Vergleich gesagt hat, wir haben es gefunden, equal, dann haben wir auch rausgesprungen. Also habe ich im Prinzip mit zwei Befehlen in dem Loop das komplette Safe-File nach der Geldmenge durchsuchen können. Man sieht schon, der 68K ist super luxuriös in seinen Befehlen. Man kann mit wenig Befehlen tolle Sachen machen. Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was wir aber sehr häufig brauchen, ist BSR. BSR springt eine Unterroutine an, Branch Subroutine. Und das Gegenstück zum BSR haben wir schon benutzt, das ist der RTS, also Return to Sender. Gehe wieder an den, wo wir herkamen, zurück. Wer schon mal Basic programmiert hat, kennt das von GoSub und Return. Das sind die Basic-Varianten, die man vielleicht schon mal auf dem C64 benutzt hat oder woanders. Ein anderer sehr häufig benutzter Befehl ist Leer. Leer lädt, macht also eine Adressoperandenrechnung und speichert das Ergebnis in einem Adressregister. Also Leer wird man in vielen Programmen auch sehen. Man kann damit einfach nur eine Zahl in ein Adressregister laden. Man kann aber auch auf ein Adressregister damit was addieren oder kann auch diese kompliziertere Adressrechnung, dass ich sage Adressregister plus anderes Register mal 4 plus noch eine Zahl, mache mir das alles zusammen und speichere mir das wieder in einem anderen Adressregister. Das kann ich auch mit Leer machen. Leer ist ein Befehl, der als Ergebnis immer ein Adressregister updatet und der wird auch in der Adress-Unit ausgeführt und nicht in der ALU. Gut, und damit sind wir am unseren heutigen Kursende. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen erklären, wie der Prozessor funktioniert, was die Vorzüge und die großen Vorteile meiner Meinung nach des 68K sind. Er ist wirklich von den Befehlen elegant, dass die Programme sehr kompakt sind. Er bietet sehr viele Register, dass ich sehr schnelle Programme erzeugen kann. Ich kann aber trotzdem ganz luxuriös mit dem gesamten Speicher addieren und agieren. Ich kann sowohl Chips, mit denen ich rede, als auch Programmdaten
im Speicher gemappt halten und brauche keine Winkelzüge, um mit irgendwelchen Grafikkarten zu reden. Ich rede mit denen einfach, als wenn es RAM wäre. Das macht mir das Programmieren sehr, sehr einfach. Und ja, ich hoffe, das war ein guter erster Einstieg für alle. Die Befehle sind alle nochmal dort auf der Webseite erklärt. Im Detail kann man noch nachlesen. Das wäre schön, wenn ihr das auch noch ein bisschen macht, das noch ein bisschen vertieft. Bis zum nächsten Mal, denn beim nächsten Mal werden wir dann am Computer Programme schreiben und auch laufen lassen. Ich bedanke mich bei allen für das Interesse. Es freut mich, dass so viele Amiga-Fans dabei sind und sich das anschauen. Ja, und ich wünsche euch ganz viel Spaß am Amiga und hoffe, dass ihr bald auch mir ein paar Demos zeigt, die ihr programmiert habt. Da würde ich mich echt drüber freuen. Dann bis nächstes Mal in 4 Wochen oder besser gesagt in 2 Wochen dann auf Englisch, wenn ihr euch das anschauen wollt, aber in 4 Wochen wieder auf Deutsch. Tschüss! Falls noch Fragen da sind, die ich noch nicht beantwortet habe, ich bin jetzt noch 2-3 Minuten online für alle, die noch Fragen haben. Die können die gerne noch stellen. Ich möchte nicht, dass Leute mit Fragen hier gehen. Anscheinend habe ich alle Leute so erschlagen oder so gut erklärt, dass keine Fragen übrig sind. Das ist nicht schlimm. Welchen Assembler nutzt man am besten für die Beispiele? Ja, genau. Also, das ist natürlich Geschmackssache. Ich nehme ganz gerne ASM One. Das kommt daher, dass ich auf dem Amiga 1000 mit dem Seca angefangen hatte, der Großvater vom ASM One ist. Der ASM One ist im Prinzip eine leicht verbesserte Seca-Version. Und ich habe also quasi vor gefühlten 36 Jahren oder wann das war, damit angefangen. Das ist Gewöhnungssache. Der ASM One ist so gesehen sehr, sehr sexy, dass er unheimlich viel kann. Man kann da, hat einen kleinen Texteditor eingebaut, mit dem ich so ein Programm einfach runterschreiben kann. Ich kann mit einem Klick rausgehen in den Kompiliermodus, kann dann mein Programm laufen lassen, kann mit Escape drücken wieder zurückspringen in den Texteditor. Ich springe da ganz schnell hin und her. Ich habe einen Taschenrechner eingebaut, mit dem ich alles Mögliche rechnen kann. Ich habe einen RAM-Monitor eingebaut. Ich kann also sofort das RAM mir auch anschauen, ich kann das RAM disassemblieren, ich kann auch Single-Steppen, das heißt, ich kann ein Programm schreiben und kann das Schritt für Schritt, Befehl für Befehl durchlaufen lassen und ich sehe dabei die Register, wie sie sich verändern. Das ist zu Anfang, wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist, was mache ich hier eigentlich und wie rechne ich jetzt was zusammen, kann man sich die auch schrittweise angucken, gucken, rechne ich richtig oder ab wo habe ich mich verrechnet. Das ist sehr hilfreich. Also der ASM One bietet da unheimlich viel in einem Paket. Ist eine komplette Entwicklungsumgebung und ist Speicherplatz sparsam, läuft also super auch auf dem 500er. Ist eine tolle Sache. Ich denke, die meisten Demo-Coder haben den auch benutzt. Es gibt noch DevPack, das ist quasi das Konkurrenzprodukt. Der ist auch nicht schlecht. Der bietet auch viele Features, dann aber so ein bisschen aufgesplittet, nicht so alles aus einem Guss. Wenn man jetzt die super tollen neuen Befehle vom 080er auch benutzen möchte, dann ist VASM vom Volker ist der noch wahrscheinlich auch sehr sinnvoll zu benutzen. Damit kann ich nämlich auch die AMMX-Befehle sofort so schön schreiben. Der unterstützt die. Also wir werden irgendwann auf jeden Fall zum VASM gehen, um auch AMMX-Code zu machen. Ich finde, der ASM One ist zum ersten Programmschreiben recht sexy, weil das mit dem Single-Steppen und so toll ist und weil, ja,
man kann einfach viele Sachen machen. Man kann mal kurz eine Datei von der Platte ins RAM laden und kann drin rumschnüffeln und einen Safe-Wert suchen und wieder zurückschreiben und dann habe ich mein Game gescheatet. Also man kann mit 3-4 Tastendrücken sehr viele Maßnahmen machen, deswegen ist er ganz, ganz praktisch. Easy 68K, ja, das stimmt, das wäre für Leute, die arme Schweine sind und nur einen PC haben und keinen echten Amiga, eine echte Alternative, die können dann 68K-Befehle da ausprobieren. Aber natürlich fehlt einem die Hardware. Man kann jetzt also sowas wie mit dem Regenbogen oder mal ein Musikstück abspielen, kann man im Easy 68K nicht machen. Man kann jetzt wirklich nur CPU-Befehle ausprobieren. Ja, und wenn ich programmieren lerne am Amiga, dann finde ich es doch wirklich sehr praktisch, dass ich auch mal sehr schnell einen Ton abspiele oder einen Sprite über den Bildschirm bewege. Da brauche ich dann doch die Amiga Custom Chips, um das zu programmieren. Gut, sonst noch Fragen? Seid nicht scheu. Wem später noch Fragen einfallen, der kann die auch gerne bei uns im Discord stellen. Wir haben ja da dieses Homeschooling-Kanal, das ist gut zum Fragen stellen. Wir haben auch diesen Forum-Thread. Bitte da auch einfach Fragen ungeniert stellen. Ich beantworte alle Fragen immer gerne. Dann wünsche ich sonst allen Leuten einen schönen Samstagabend und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss! Ja, das muss ich auswählen, wenn das hier stopp geht.